Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe ist das die Nummer 83 vom Freitag, dem 19. Januar 2018. Ganz herzlich willkommen auch allen, die heute zum ersten Mal einschalten. Ich bin Philipp Banse und jo. Am anderen Ende sitzt Ulf Burmeier. Hallo Ulf. Hallo Philipp, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei seid bei unserem wöchentlichen Überblick über die politische Lage in Deutschland und der Welt. Und in der Tat war auch diesmal wieder eine ganze Menge los, aber bevor wir einsteigen in die Besprechung dessen, möchten wir noch kurz einladen. Wir haben das schon über unseren Newsletter getan, aber jetzt auch nochmal offiziell in der Lage. Und zwar gibt es wieder Tickets für eine Lage live in Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek in Stuttgart, mit dem Stuttgarter CCC und auch mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit haben wir eine Lage live organisiert. Die haben sich alle zusammengetan, um das möglich zu machen. Vielen Dank dafür schon an dieser Stelle an unsere Partner. Ja, genau, da haben wir also, ich glaube, wie viele Tickets haben wir? 200, Philipp, ne? Ja, 200, vielleicht kann man noch ein paar draufsatteln, aber ich denke mal, bei 200 wird es da erstmal bleiben. Und die sind jetzt zur Hälfte schon weg, deswegen, wer sich noch ein Ticket klicken will, findet den Link dazu in den Shownotes oder kann auch direkt zu tickets.küchenstutt.io oder eben im Link in den Shownotes, könnt ihr euch noch klicken. Freuen uns natürlich erstmals, dass wir auch südlich des Mainz mal aufschlagen und das wird bestimmt sehr nett. Wie gesagt, Newsletter hat Ulf schon, hast du schon erwähnt. Den findet ihr unter küchenstudio/newsletter. Link auch den in den Shownotes, könnt ihr abonnieren. Da gibt es halt hin und wieder mal so Hinweise, keine Ahnung, sowas wie das hier. Ist jetzt nicht viel los auf der Linie, aber ein paar Mal steckt da schon noch was auf. Da gibt es dann halt, sagen wir mal, wie gesagt, dieser Link zu den Tickets, den haben wir da zum ersten Mal rumgeschickt und dann konnten sich die Leute schon was klicken. Wenn ihr das auch haben wollt, dann meldet euch beim Newsletter an. Genau, so. Also versprochen, ne, wir spammen euch da nicht zu. Nee, aber wenn ihr einfach wissen wollt, im Wesentlichen sind es Einladungen zu Veranstaltungen, die wir beiden zusammen machen, Philipp, oder? Das war bislang das Einzige, was wir darüber geschickt. Wir haben jetzt 4, 5 in diesem ganzen ersten Jahr 4, 5 Dinger verschickt. Also da ist nicht viel los auf der Linie. Gut, kommen wir zum ersten Thema. Regierungsbildung ist natürlich oben. Wir haben letztes Mal sehr ausführlich über die ganzen Ergebnisse dieser Sondierungsverhandlungen gesprochen und bevor wir nochmal auf so ein paar inhaltliche Sachen eingehen, wollte ich nochmal auf ein personelles Aha-Erlebnis zurückkommen, was ich noch jetzt in dieser Woche nochmal hatte. Das betrifft diese Pressekonferenz, die Merkel, Seehofer und Schulz nach der Bekanntgabe oder während der Bekanntgabe oder zur Bekanntgabe dieser Sondierungsergebnisse geführt haben. Und ich habe mir das diese Woche nochmal angeguckt und mir ist dann nochmal klar geworden, warum Martin Schulz der Falsche ist und warum Martin Schulz so wenig funktioniert, wie er das offensichtlich tut. Und zwar war das so aufgeteilt, dass die offensichtlich jeder von den drei Vorsitzenden hatte 5 Minuten zum Reden. Schulz hat angefangen, Seehofer hat geendet, in der Mitte hat Merkel was gesagt und dann kamen hinterher noch ein paar Fragen und Martin Schulz war die ganze Zeit nur am Reden, dass es ja so toll war und er hat sich bedankt und bedankt und bedankt und dann kam es zu diesem denkwürdigen Wortwechsel zwischen Merkel und ihm, der finde ich eine ganze Menge aussagt. Meine Damen und Herren aus dem Franz-Josef-Strauß-Haus, aus dem Konrad-Adenauer-Haus und natürlich liebe Genossinnen und Genossen aus dem Willy-Brandt-Haus, herzlichen Dank auch im Namen von Frau Merkel und Herrn Seehofer für die tolle Arbeit in dieser Nacht. Ja, wir hatten sowieso eine Funktionsverteilung in den Runden, wo wir mit den Arbeitsgruppen gesprochen haben, hat Herr Schulz immer die Aufgabe zu danken. Der ist ja heute auch noch mal nachgekommen in unser aller Namen. Bam, würde ich sagen. Das ist der Martin, das ist unser Aushilfskellner, der ist fürs Mineralwasser zuständig. Genau, und wenn ich ihn freundlich bitte, bindet mir auch die Schuhe zu. Und das macht er auch regelmäßig. Also ich finde, der saß und der sagt so wahnsinnig viel aus über das Selbstverständnis von Martin Schulz. Ja, und dann bedankt er sich und er freut sich und danke liebe Angela und danke allen Mitarbeitern und die Sekretärin und die Pförtner auch noch vielen Dank, so ungefähr sinngemäß. Weißt du, statt sich da hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben hart verhandelt und das haben wir hier für die SPD rausgeholt, bedankt er sich und dann kommt Horst Seehofer und sagt, ach übrigens, diese ganzen Themen, die der SPD so wichtig sind, das sind übrigens unsere Themen und das klingt dann so, ein bisschen gekürzt und zusammengeschnitten, aber sinngemäß klingt das dann so. Aber dass die Bundesrepublik Deutschland mit dieser großen Koalition eine Grundrente einführt, was uns vielleicht noch vor einigen Jahren schwer gefallen ist, dass wir ein umfassendes Pflegepaket zimmern,
dass wir das Rentenniveau bis 2025 festschreiben und mit einer Kommission wollen, Rentenantworten auch mittel- und langfristig zu geben, ist ein großer Fortschritt, dass wir die Weiterbildung so stark platzieren. Das ist ein Aufbruch und da werden wir die Gesellschaft auch mitnehmen. Ja, und wenn sich fragt, warum die SPD mit ihren Themen nicht durchdringt, deswegen. Genau, weil sie sich die Butter vom Brot nehmen lassen, ja? Ja. Also das war, da fiel einem echt der Kiefer runter, ja. Und da war mir einiges klar, warum die mit ihren Themen nicht durchdringen, warum diese Sondierungsergebnisse so mager sind und warum die sich so wahnsinnig schlecht verkaufen. Ja, also das ist eine Analyse, die ich ehrlich gesagt auch schon gelesen hatte, relativ bald, nachdem eben klar war, dass die Sondierungsgespräche mit dem erwartbaren Ergebnis abgeschlossen worden waren. Ja, da schon die ersten Kommentare gingen in die Richtung, was war denn mit Martin Schulz los? Wieso hat er denn jetzt eigentlich nicht die Ergebnisse, die die SPD rausgeholt hat oder rausgeholt zu haben, glaubt, entsprechend abgefeiert? Wieso hat er denn das, um Gottes Willen, Horst Seehofer überlassen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf mich wirkt das jetzt insbesondere, wo du es nochmal so schön zusammengeschnitten hast, einfach so, als wenn es Martin Schulz am nötigen Zug zum Tor fehlt auf der einen Seite. Also ich meine, das hast du ja schon mehrfach kritisiert, Philipp. Das haben wir vor allem auch schon aus der Perspektive kritisiert, dass einfach nicht genügend Inhalte quasi als Voraussetzung für eine Koalition schon vor den Sondierungsgesprächen benannt wurden. Aber auch jetzt sieht man das, der weiß im Grunde einfach gar nicht, warum er eigentlich regieren will. Ne? Es gibt ja auch diesen anderen schönen O-Ton, den haben wir auch schon mal gespielt in der Lage, den wollen wir jetzt einfach nicht nochmal spielen, aber der geht so sinngemäß ja irgendwie so, ich will keine GroKo, ich will keine Minderheitsregierung, ich will überhaupt gar nichts, ich will nur drüber reden, wo was sinnvoll wäre für Deutschland. Das ist jetzt paraphrasiert, aber da dachte ich auch schon, den haben wir gesagt schon mal gespielt, aber da denkst du auch, was zum Geier hat hier diese Spitze gefühlt? Was zum Henker, ja. Warum machst du diesen Job, wenn du nicht was verändern willst? Und das ist glaube ich auch das Kernproblem, dass man, jedenfalls aus meiner Sicht, dieser gegenwärtigen SPD-Spitze, dass es einfach fehlt an den ganz klaren Zielen, was sie eigentlich in diesem Land verändern wollen. Ja, und ich meine mal ganz ehrlich, wir haben das in der Lage immer wieder diskutiert, es gibt schon eine ganze Menge Sachen, die gut laufen in Deutschland, gerade auch im europäischen Vergleich oder international generell. Es gibt aber auch in Deutschland eine ganze Menge Menschen, die quasi hinten runterfallen, ne, denen es nicht gut geht. Es gibt Menschen, die Sorgen haben und wir haben auch schon oft genug darauf hingewiesen, wie sehr das der AfD in die Karten spielt. Und dass die dann nicht hingehen und sagen, wir wollen das und das und das für dieses Land erreichen, da kann man sich wirklich nur wundern. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel dazu, warum man dieses Sondierungsergebnis als großen Erfolg feiern kann. Wenn nämlich das Ziel nicht ist, Dinge zu erreichen, ja, sondern wenn das Ziel ist, irgendwie, so wie du es ja am Anfang vorgespielt hast, Philipp, irgendwie mit Angela Merkel gut klarzukommen, dann kann man das natürlich als Erfolg feiern. Ja, und er hat immer in dieser PK auch gesagt, ja, ich denke immer, da wird mir Frau Merkel zustimmen und mit der Erlaubnis von Frau Merkel werde ich jetzt hier ein bisschen was sagen. Also, deine ganze Haltung, seine ganze Präsentation ist, ich bin der Stellvertreter von Frau Merkel. So, und das führt einfach zu nichts. Von Merkel währenddessen weiß man eigentlich gar nichts, außer dass sie eine GroKo will für 2 Jahre oder so, vielleicht auch ein bisschen mehr. Die hat da auch nicht viel zugesagt, von der ist auch kein Werf zu spüren oder kein Esprit. Die moderiert das Ding so weg und vielleicht hält sie noch 4 Jahre durch. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen zu unserer letzten Sendung und der größte Kritikpunkt, der von euch angemerkt wurde, war, dass wir nicht auf die Europapolitik eingegangen sind. Das wollen wir an dieser Stelle nochmal ganz kurz nachholen. Das stimmt, das ist natürlich eine Lücke gewesen. Du hast ja nochmal angeguckt. Ich habe mir das mal angesehen. Also Lücke, ich muss gestehen, es ist von mehreren Leuten diese Kritik gekommen, weil das ein wesentlicher Punkt sei und das stimmt auch insofern, die Sondierer dieses Thema eigentlich gleich an den Anfang ihres Papiers gestellt haben und insofern diesem Thema Europa und Zusammenarbeit in Europa einen besonderen Stellenwert gegeben haben. Insofern wäre es wahrscheinlich fairer gewesen, das auch zu erwähnen. Aber ich bin mir einfach gar nicht so sicher, was denn da jetzt wirklich drinsteht und ob das denn wirklich so wichtig ist. Und deswegen hatten wir es letztes Mal auch nicht erwähnt. Aber wie gesagt, wollen wir auf jeden Fall nachreichen. Wie gesagt, Europa am Anfang des GroKo-Papiers. Außerdem gibt es das Bekenntnis zu einer neuen Schwerpunktsetzung auf 3 außenpolitische Themen, nämlich USA, China und Russland. Das sollen die 3 großen Themen sein. Und das 4., was aber eben am Anfang steht, ist Europa. Und was steht da konkret drin? Kernidee, Europa braucht Neuerung. Das wiederum scheint mir nicht revolutionär zu sein. Ein bisschen konkreter wird es bei der Frage finanzielle Solidarität. Es soll quasi finanziell
mehr Solidarität geübt werden in Europa. Man möchte den Ausgangspunkt schaffen für einen künftigen Investivhaushalt in der Eurozone, so heißt etwas verschwurbelt, was bedeuten soll, nicht nur ein EU-Haushalt, sondern auch einen Haushalt für die Eurozone soll es geben. Das könnte dann zum Beispiel bedeuten, dass man Konjunkturprogramme einführt. Und zweiter wichtiger Punkt. Also der Unterschied, den muss man klar machen, das ist ja vielen nicht klar. Ne? Es gibt ja einen Haushalt, aber das ist halt für die ganze EU, aber nicht in der ganzen EU gibt es halt den Euro. So, ne? Und das jetzt, Frankreich hat das vorgemacht, Macron hat das angeregt und auch Jean-Claude Juncker, so einen Haushalt zu machen nur für die Eurozone. Und wer halt nicht in der Eurozone ist, kriegt davon nichts ab. Genau, das wäre natürlich dann ein Anreiz, in die Eurozone zu kommen. Auf der anderen Seite unterwirft man sich damit natürlich teilweise einem sehr strengen finanziellen Regime, Stichwort Griechenland. Das kann unter Umständen auch zu extrem harten Einschnitten führen. Zweiter wichtiger Punkt, neben eben der Stärkung, sagen wir mal, der Eurozone oder der Bedeutungsgewinn für die Eurozone, der Europäische Währungsfonds, hat auch was mit dem Euro zu tun. Bislang ist dieser Währungsfonds ja vor allem aufgelegt worden als Kriseninterventionsprogramm zum Schutz von Staaten in der Eurozone, die wirtschaftlich sehr schlecht dastehen, und natürlich auch zur Stützung von Banken. Und aus diesem Kriseninterventionsprogramm soll jetzt eine dauerhafte Einrichtung werden. Diese Idee hatte übrigens Jean-Claude Juncker schon vor einigen Monaten im Europäischen Parlament vorgestellt. Und das ist insofern ganz spannend, als ja Jean-Claude Juncker, der zu einer konservativen Partei gehört, aus Luxemburg, ein Kumpel ist von Martin Schulz oder ein Freund von Martin Schulz. Das heißt also, die beiden verstehen sich sehr gut und haben in ihren jeweiligen Rollen auch schon sehr gut zusammengearbeitet. Insofern ist es ganz interessant, dass diese Idee von Jean-Claude Juncker jetzt auch Eingang gefunden hat in die Sondierungsergebnisse. Und dieser Europäische Währungsfonds jedenfalls soll im Unionsrecht verankert werden. Und er soll zugleich unter eine parlamentarische Kontrolle gestellt werden, was natürlich eine Stärkung des Europäischen Parlaments bedeutet. Ja. Was wiederum kein Zufall ist, weil Martin Schulz ja viele Jahre Präsident des Europäischen Parlaments war. Aber auch hier muss man sagen, wenn man genauer hinguckt, bleiben doch mehr Fragen, als es Antworten gibt. Beispielsweise hatte die EU-Kommission am 6. Dezember letzten Jahres schon einen ganz konkreten Vorschlag unterbreitet, vielleicht in Reaktion auf Jean-Claude Juncker, wie denn so ein europäischer Währungsfonds aussehen könnte. Und da weiß man nicht, bekennt sich die GroKo jetzt quasi oder die Sondierungsrunde für den Fall, dass es zu einer GroKo kommt, jetzt zu diesem Plan der EU-Kommission, oder soll das irgendwie so ein bisschen anders laufen? Man weiß es einfach nicht so ganz genau. Also man muss auch sagen, wir reden jetzt nochmal über diese Sondierungsergebnisse, weil, wenn es zu einer großen Koalition kommt, das natürlich der Kern sein wird. Also da haben sich auch viele andere noch zu geäußert. Das wird schon der Kern sein. Eine Bürgerversicherung, hat auch Malu Dreyer gesagt, das wird da jetzt nicht mehr reinverhandelt werden, sondern diese Sondierungsergebnisse, so es denn zu einer GroKo kommt, das ist schon der Kern. Da wird noch ein bisschen an den Details wahrscheinlich rumgefrickelt, da kommt noch ein bisschen was dazu, aber nichts Fundamentales mehr. Und zu diesen europäischen Ergebnissen ist es halt so wichtig, weil natürlich EU, Brüssel einerseits, aber eben auch Frankreich, Macron, lange darauf warten und hoffen, dass sie halt jetzt diesen neuen starken Partner für diese Reformen, die speziell Macron vorschweben, jetzt endlich auch in Berlin wieder findet. Und deswegen war es natürlich schon wichtig, was schreiben die denn da rein? Und da ist schon der Tenor. Ein anderer ist noch Stärkung des Europäischen Parlaments. Gut, das, glaube ich, fällt irgendwie bei jeder europäischen Rede. Außer in Ungarn und in Polen. Dann gibt es noch eine direkte Durchsetzung demokratisch-rechtsstaatlicher Prinzipien. Ich verstehe das so, dass es das aufnimmt, was wir auch schon mal in der Lage erwähnt haben, dass es eben neue Werkzeuge braucht, um abtrünnige und, sagen wir mal, auf Abwegen sich befindende EU-Mitglieder wieder auf den rechten Weg zurückzuführen. Jenseits von ihr kriegt kein Geld mehr oder ihr fliegt komplett raus. So lese ich das jedenfalls. Ja, würde ich auch so verstehen. Weitere Punkte, die aber alle so ein bisschen im Wagen bleiben, soziale Grundrechte sollen in einem Sozialpakt kodifiziert werden, was im Prinzip natürlich eine gute Idee ist. Also eine der Kritiken an der EU ist ja häufig, dass es eben vor allem eine Wirtschafts- und Währungsunion ist, aber soziale Grundrechte so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Das mal zu stärken wäre eine gute Sache. Die Frage ist immer so ein bisschen, wie schafft man das? Und dann stärkere Zusammenarbeit bei der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und sogar höhere Beiträge zum EU-Haushalt, steht ausdrücklich drin, Deutschland wäre bereit, auch mehr zu zahlen, wobei man sagen muss, das wird auch gar nicht anders gehen, weil nämlich durch den Brexit Großbritanniens eine ganz bemerkenswerte Lücke entstehen würde im EU-Haushalt, also 13 bis 14 Milliarden, schreibt die Süddeutsche Zeitung, fehlen, die Brexit-Lücke, und diese Lücke muss natürlich irgendwie gestopft werden, und da bekennen sich die GroKo-Sondierer schon dazu, dass sie bereit wären, da einen erheblichen Beitrag zu leisten. Bei dem Ganzen muss man aber sagen,
es fehlen die konkreten Zahlen. Es gibt ein klares Bekenntnis zu Europa, das muss man sagen. Das war Martin Schulz sicherlich auch sehr wichtig, weil er ja wesentliche Teile seiner politischen Karriere eben in Europa verbracht hat. Aber wie gesagt, keine konkreten Zahlen. So ganz genau weiß man nicht, in welche Richtung es gehen soll. Die Süddeutsche Zeitung sieht es sehr, sehr kritisch und nennt als Leitmotiv des Papiers: von allem etwas und viel Luft für Spekulationen. Das ist natürlich sehr böse. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist halt auch noch ein Sondierungsergebnis und etwaige Koalitionsverhandlungen würden noch folgen. Philipp, du hast es schon gesagt, da könnte das nochmal ausbuchstabiert werden. Aber also wirklich was geändert werden darf auf gar keinen Fall. Ne? Also Angela Merkel hat nicht nur zum Thema Europa, sondern generell zum Sondierungsergebnis hat Angela Merkel schon gesagt, dass da nicht mehr groß nachverhandelt wird. Da wird nicht mehr groß nachverhandelt. Also die Frage ist, wie interpretiert man das, was drinsteht? Adrian hat geschrieben, eindeutige Handschrift der SPD. Gut, wenn man das Programm liest, dann war das sicherlich auch ein Thema, wo die CDU der SPD, sagen wir mal, ein Profilierungsfeld überlassen hat. EU, Europa. Tut aber auch nicht weh. Tut nicht weh, sind sich eh alle einig. In weiten Feldern die Frage ist, ne, wie viel Solidarität gibt es? Wie sehr muss Deutschland für Schuldenmacher in Südeuropa einstehen? Okay, das ist umstritten, aber auf vielen anderen Gebieten ist es dann auch nicht so schmerzhaft, der SPD das zu überlassen. Und die Frage ist, wie sehr haben sie es genutzt? Wie gesagt, da würde ich sagen, warten wir mal ab, was im Koalitionsvertrag steht. Es gibt noch ein weiteres Feedback, das hast du, glaube ich, ausgefochten. Ja, einem Hörer, der sich da sehr substanziell kritisch geäußert hat. Genau, also das hat mich zum Beispiel sehr gefreut. Da hat sich ein Hörer, der, glaube ich, Steuerberater ist, sehr ausführlich mit auseinandergesetzt mit unserem Punkt Lebensleistungsrente. Wir hatten ja gesagt, es soll möglicherweise eine Rente geben, wenn es denn so kommt, wie in den Sondierungsgesprächen festgelegt, für alle Menschen, die nur so geringe Beiträge geleistet haben während ihres Berufslebens, dass sie eben eine gewisse Mindestrente bekommen. Wenn man also 35 Jahre eingezahlt hat, dann soll man eben nicht mehr auf Hartz IV zurückfallen oder ergänzende Stütze, sage ich mal, sondern dann soll man schon als Rente eben diese Lebensleistungsrente bekommen, ne? Was quasi dazu führen soll, dass man als jemand, der lange gearbeitet hat, im Alter ein würdiges Einkommen hat. Das ist so die Grundidee, das ist eben die Grundidee der SPD gewesen und da hatten wir ja gesagt, da hat die Union reinverhandelt, dass eine Hartz-IV-ähnliche Prüfung durchgeführt werden soll und da hat der Hörer uns zu Recht, glaube ich, darauf hingewiesen, dass man da schon aufpassen muss und das ist, weil es einfach ganz ohne diese Prüfung wohl nicht geht. Sonst, sagt er, müsste man ja auch sehr wohlhabenden Leuten empfehlen, dass sie halt einfach den Mindestbeitrag zur Renten Versicherung in Höhe von, ich glaube, um die 80 Euro im Monat leisten, um dann nach 35 Jahren immerhin eine Lebensleistungsrente zu kassieren. So eine Rendite, sagt er, kriegt man sonst mit keinem Sparplan. Also mit anderen Worten, man muss schon gucken, ob die Menschen nicht durch andere Einkünfte so viel quasi auf der hohen Kante haben. Er sprach vom Großgrundbesitzer als Gegenbeispiel, dass sie so eine Lebensleistungsrente überhaupt nicht brauchen. Das heißt also, eine Bedürfnisprüfung hält er grundsätzlich für sinnvoll und er sagt, es gibt auch schon neben der Hartz-IV-Prüfung eine ganze Reihe anderer Prüfungen, wo quasi die Bedürftigkeit mal so ein bisschen analysiert wird. Und er sagte, so richtig einfache Alternativen zu einer ähnlichen Prüfung wie bei Hartz IV gibt es irgendwie auch nicht. Man könnte natürlich zum Beispiel an die Einkommensteuererklärung anknüpfen oder an den Einkommensteuerbescheid. Das Problem ist aber eben, dass der Einkommensteuer ja nur das Einkommen unterliegt und nicht das Vermögen. Das heißt, auch da würde der Großgrundbesitzer, der sein Vermögen jetzt nicht nutzt, um Einkommen zu erzielen, quasi durchrutschen und dann eben eine Lebensleistungsrente kassieren. Ich finde, das sind wichtige Einwände, weil man ganz ehrlich sagen muss, es ist eben alles schon eine ganze Ecke komplizierter, als wir das in dieser vergangenen Folge dargestellt haben. Man muss natürlich dazu sagen, wenn das alles so ist, dann ist möglicherweise der Zweck der Lebensleistungsrente weitgehend vereitelt oder vielleicht ist er auch einfach aus Sachgründen nicht zu erreichen. Ja, genau. Also dazu gab es auch noch ein ganz interessantes Interview mit dem Rentenexperten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin im Deutschlandfunk, der sinngemäß sagte, ja, Lebensleistungsrente kann man schon machen, aber ehrlich gesagt, 35 Beitragsjahre, das haben nicht viele. Und von denen, die es haben, die dann so wenig Einkommen an sonstiger Art haben, dass sie da wirklich unter den Hartz-IV-Satz fallen, da gibt es noch weniger. Das klingt also gut, aber er sagte, das ist kein Massenphänomen, so wahnsinnig viele Leute wird das nicht betreffen. Vor allen Dingen gibt es einfach nicht so viele, die 35 Beitragsjahre haben.
Hast du nicht noch einen O-Ton, Philipp, zu dem Thema? Nee, den habe ich nicht mehr rausgeschnitten. Achso, okay. Kann ich in die Shownotes packen, den Link. Okay, wunderbar. So, jetzt kommen wir aber natürlich zu dem interessanten Event, was dieses Wochenende ansteht, nämlich der Parteitag, der Sonderparteitag der SPD, wo die Delegierten darüber abstimmen, ob sie nun die Sondierungsergebnisse für so gut halten, dass sie in Koalitionsverhandlungen mit der Union eintreten wollen. Und da ist jetzt die Frage, geht das aus? Die SPD ist extrem zerrissen. Ja, also Schulz sieht sich jetzt in der schönen Position, die Mitglieder davon überzeugen zu müssen, dass die GroKo doch eine ganz tolle Sache ist, wo er doch noch vor einigen Wochen gesagt hat, dass er auf gar keinen Fall in die GroKo geht und dass die Zusammenarbeit mit der Union absolut beendet ist und wir sind Opposition und nur ist es doch die GroKo, die da irgendwie ganz gut ist, vor dem Hintergrund dieser Sondierungsgespräche. Und das ist wirklich, wirklich richtig offen, wie dieser Parteitag ausgeht. Eine Frage war, wie entscheidet sich Malu Dreyer, also die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die hatte ja zuvor sich, sag mal, für eine Minderheitsregierung stark gemacht und gesagt, die SPD soll auf keinen Fall in die GroKo gehen. Jetzt hat sie im Spiegel gesagt, naja, man kann nur jemanden tolerieren, der bereit ist, toleriert zu werden. Sprich, Merkel will keine Minderheitsregierung, sie will in die GroKo und deswegen ja, ist das Ding Minderheitsregierung für sie durch. Und sie sagt, wir können nicht davon ausgehen, dass wir zum Beispiel die Bürgerversicherung noch durchsetzen können. Das habe ich am Anfang gesagt. Also diese Sondierungsergebnisse, das ist schon so ein bisschen, sagen wir mal, mindestens 50% des Koalitionsvertrags. Aber die Frage ist so ein bisschen, was sagt Malu Dreyer auf diesem Parteitag? Kann sie mit Martin Schulz zusammen die Leute davon überzeugen, dass die SPD wirklich diese GroKo eingehen soll? Ulf, was denkst du, wie geht das Ding aus? Also ganz ehrlich, das ist noch offen. Ich persönlich schätze aber, die Gegner einer GroKo haben momentan die besseren Chancen, es sei denn, es gelingt ja. Also, das glaube ich schon. Ja. Also es gibt ja, man muss ja sehen, du hast es gerade schon erwähnt, Martin Schulz trommelt für die GroKo, Malu Dreyer. Reisen durchs Land, ne? Also überall. Reisen durchs Land, aber sie sind eben, und die Parteiführung der SPD trommelt wohl, soweit ich das sehe, im Prinzip geschlossen für die GroKo, aber es gibt auch ganz massiven Gegenwind. Der kommt vor allem von der Basis, der kommt aus den Ortsvereinen und den Abteilungen der SPD, der kommt von den Bürgermeistern, von den Kreisvorsitzenden, also alles unterhalb der Landesebene insbesondere. Und diese Gegenbewegung hat inzwischen auch ein junges, frisches und ich finde sehr dynamisches Gesicht gefunden, nämlich Kevin Kühnert, den gerade erst vor ein paar Wochen gewählten neuen Bundesvorsitzenden der JUSOs, also der SPD-Jugendorganisation, der ebenfalls auf No-GroKo-Tour gegangen ist, durchs Land tingelt und der auch schon die ersten Erfolge erzielen konnte. Beispielsweise hat er, so jedenfalls die Berichte im Nachhinein, auf dem Landesparteitag in Sachsen-Anhalt, ja, das haben wir letzte Woche schon berichtet, der sich ja schon gegen eine GroKo ausgesprochen hat, mit knapper Mehrheit, wohl die Rede gehalten, die Delegierten letztlich überzeugt hat, zu sagen, das mit der GroKo ist keine Idee. Und dieser Kevin Kühnert zieht jetzt eben weiter durchs Land und hält viele Reden, gibt viele Interviews, war gestern Abend zum Beispiel auch bei Maybrit Illner im ZDF und sagt immer wieder ganz deutlich, im Prinzip seinen Satz, den er schon vor Wochen auf dem SPD-Parteitag im Dezember gesagt hat, ich möchte, dass, wenn wir mal ans Ruder kommen, von dieser SPD noch was über ist. Er glaubt ja, aber das, einfach Entschuldigung, aber wenn ich dich so unterbreche, aber das stört mich an ihm, dass er immer die SPD in den Vordergrund schiebt. Weißt du, ihm geht es immer nur um die SPD und zu sagen, ja, wenn wir nach Europa gucken, sehen wir auch, dass Parteien einfach verschwinden. Stichwort Frankreich, Sozialisten einfach unter ferner liefen. Und er argumentiert immer, ja, die SPD und wir dürfen das nicht machen, weil die SPD und wir müssen uns, ne, irgendwie, wir müssen darauf aufpassen, dass wir nicht verschwinden. Und das ist mir ein bisschen wenig, das ist mir so ein bisschen zu egoman. Ich verstehe schon, was du sagst, Philipp. Das ist aber, wenn man seinen Twitter-Feed zum Beispiel mal nachliest, ist das Taktik. Es ist nicht so, dass der Mann keine Positionen hätte, keine inhaltlichen Positionen, aber er weiß, dass es jetzt in diesen Tagen vor allem darum geht, die Emotionen der Delegierten für sich zu gewinnen. Und die, wie gesagt, diese Delegierten stammen eben hauptsächlich von der Basis der Partei. Viele von denen sind seit Jahrzehnten in der SPD, ebenso auf Ortsvereins- und Kreisebene irgendwie aktiv, sind natürlich auch ein paar höherrangige Sozialdemokraten dabei, aber die meisten sind eben Leute mit kleinen Ämtern. Aber die eben, denen eben diese Partei extrem ans Herz gewachsen ist, ja, die eben mit dieser Partei verwachsen sind, in ihr verwurzelt sind. Und wenn man denen sagt, liebe Leute, diese GroKo ist der Sargnagel am Sarg der SPD und wenn wir das machen, gehen wir nach 4 Jahren völlig baden, Klammer auf, was ich für völlig richtig halte, Klammer zu, dann ist das einfach das schlagende Argument. Das ist das schlagendste aller Argumente, gerade in dieser Zeit, wenn es darum geht, die Delegierten zu gewinnen. Klar, du hast natürlich völlig recht, klingt egoman irgendwie so ein bisschen oder klingt so nach Kaderargumenten, aber ich glaube,
glaube, das ist strategisch total geschickt. Okay, dann lass uns doch mal die Szenarien durchgehen. Das Szenario 1 ist, der Parteitag stimmt für die GroKo. Dann ist das relativ easy. Dann wird die SPD mit der Union in Koalitionsgespräche eintreten. Martin Schulz wird Außenminister. Und ja, keine Ahnung, Kevin Kühnert wird Oppositionsführer in der SPD. So, ne? Also ja. Ich denke, dann ist die Sache klar, die Union will die GroKo, dann läuft die Sache und dann werden die, denke ich, auch eine GroKo bilden. Darüber, glaube ich, müssen wir jetzt nicht ausführlich diskutieren. Moment, wir sollten ja, also ich gehe davon aus, dass es so kommen wird, einfach weil dann ja eine Dynamik entsteht, der sich dann niemand mehr so richtig entziehen kann. Formal soll es ja sogar ganz am Ende des Prozesses nochmal einen Mitgliederentscheid geben. Das heißt, nicht nur also formal, quasi, sondern auch richtig in der Praxis, ne? Also das ja, ja, ist, ja. Das kommt so, ne? Also die werden. Ja, aber ich meine, ich verstehe schon, was du meinst, aber das halte ich wirklich für eine etwas bizarre Konstruktion. Denn wenn man jetzt den Parteitag macht, der ja auch schon angeblich 1 Million Euro kostet, und da über Koalitionsgespräche abstimmen lässt, und auf der Grundlage eines Sondierungsergebnisses, das nahezu, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber jedenfalls alle wesentlichen Fragen längst entscheidet, und stellen wir uns mal vor, da wird dann zugestimmt und gesagt, wir führen jetzt diese Koalitionsverhandlungen, dann gibt es irgendwann Koalitionsvertrag und dann soll die Basis noch ablehnen. Das ist doch völlig unrealistisch. Also ich finde, da ist einfach die Reihenfolge falsch gelaufen. Da hätte man die Basis jetzt abstimmen lassen müssen, denn jetzt wird doch die letztlich wegweisende Entscheidung getroffen. Und dann das hätte man dahinter von den Delegierten auf dem Parteitag oder meinetwegen sogar auf so einem kleinen Parteitag absegnen lassen können. Ich finde, das stellt die Entscheidung vom Kopf auf die Füße. Weißt du, danach mal die Mitglieder zu fragen, wenn letztlich alle Messen gesungen sind, das finde ich persönlich nicht so überzeugend. Gut, aber kommen wir mal zu Szenario 2. Also der Parteitag lehnt das ab, sagt, nö, das reicht uns nicht, wir haben Angst, keine Koalitionsverhandlung. So. Für Martin Schulz wird es eng, also sagen zumindest die Berliner Journalisten, da sagen viele, der muss dann zurücktreten, das ist ja nicht zu machen. Die Lage der Nation argumentiert, Martin Schulz ist der größte Wendehals, der momentan durch Berlin läuft. Ja, es ist so eine Art Grillhähnchen aus Würselen, ja, er wird so lange auf dem Grill gedreht und diese eine Drehung, die macht er jetzt auch noch mit, so nach dem Motto, wir waren gegen die GroKo, dann waren wir dafür, jetzt sind wir wieder dagegen und ihr habt das gewollt und jetzt sind wir wieder in der Opposition, das haben wir immer schon gesagt, dass wir in die Opposition wollen, deswegen gehen wir jetzt in die Opposition und ich, weiß ich nicht, was macht denn der dann in der Opposition, er ist dann Partei. Wir haben doch gesagt, er soll antreten als Kanzler, um Angela Merkel zu zwingen, selber Hopp oder Top zu sagen. Entweder führt dann eben Angela Merkel eine Minderheitsregierung oder Martin Schulz. Das war ja so dieses Szenario, was wir in der letzten Lage mal so diskutiert haben. Also ich fand das ganz lustig übrigens diese Woche. Ich habe das, was wir in der Lage gesagt haben, auch nochmal verblockt. Habe einfach einen kurzen Text geschrieben, der das alles nochmal aufschreibt, der auch so ganz gut rumgereicht wurde auf Twitter. Ist ganz interessant, also niemand hatte da so richtig harte Einwände, es kamen einige Einwände, zum Beispiel die wir auch gleich nochmal vorstellen, was das denn jetzt so bedeutet im Bundestag. Aber auf der anderen Seite wurde es natürlich von der SPD-Spitze jetzt auch nicht so richtig aufgegriffen. Ne? Das geht wahrscheinlich momentan aber auch noch nicht, weil die ja momentan noch für die GroKo kämpfen. Ne? Was jetzt passiert, wenn die GroKo abgelehnt wird, müssen wir abwarten. Ja, aber lass uns doch mal das durchgehen. Also, angenommen, die SPD sagt nein. So, was mit Martin Schulz passiert, ist das eine. Aber was passiert denn dann, was heißt das für die Regierungsbildung? Da heißt es, die SPD wird nicht in die GroKo eintreten. Merkel hat immer gesagt, sie will nur GroKo, sie will keine Minderheitsregierung. So, dann steht das Parlament da und der Bundespräsident muss jetzt irgendwas machen. Der muss irgendwie sagen, okay, also ihr könnt keine Koalition bilden. Da sind, weiß nicht, wie viele Fraktionen sind es? 6, 5 im Bundestag. Jetzt müssen wir einen Bundeskanzler wählen und eine Bundeskanzlerin. Wie läuft das jetzt ab? Genau, also es wird ja immer so dargestellt, wenn es keine GroKo gibt, dann gibt es automatisch Neuwahlen, aber so einfach ist das überhaupt nicht. Also der Artikel 63 unseres Grundgesetzes legt den Weg im Grunde fest. Dann ist ganz klar Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, am Zug, denn er muss irgendwen vorschlagen zur Wahl als Bundeskanzler. Sonst haben wir in der Tat eine Staatskrise, also wenn Steinmeier dann niemanden vorschlägt, dann ist quasi Deadlock, denn dann kann es noch nicht mal Neuwahlen geben. Also Neuwahlen kann es nur geben, wenn sozusagen es versucht wurde, irgendwie diesen Bundeskanzler zu wählen. Genau. Gott. Ich habe irgendwas total übersehen, aber ich habe wirklich überhaupt keine andere Möglichkeit gefunden im Grundgesetz, wie man einfach mal so den Bundestag aufhört. Gut, okay, aber das hat er ja auch gesagt, er will keine Neuwahlen, das hat er sehr deutlich gemacht, er hat vor diesen ganzen Verhandlungen so intensiv mit diesen ganzen Beteiligten geredet und sagt, bildet eine Regierung, deswegen wird er irgendjemanden sagen, du machst jetzt Bundeskanzler und das kann eigentlich erstmal nur Angela Merkel sein.
So, das würde heißt, ich ganz genauso sehen. Das heißt, er wird auf sie zugehen und sagen, Angie, du machst jetzt Bundeskanzler. Und dann, was passiert dann? Dann wird, kann Angie sagen, nee, mache ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Denn ich meine, letztlich ist das wiederum eine Frage der berühmt-berüchtigten staatspolitischen Verantwortung. Ja, muss man ja ganz klar sagen. Denn ohne, dass sie sich diesem Wahlgang stellt, kann es ja noch nicht mal Neuwahlen geben. Wie gesagt, dann wäre wirklich Staatskrise, weil wir da nämlich keine Regierung hätten und auch keinen Weg zu Neuwahlen. Irgendjemand muss sich hinstellen, damit dieser erste Wahlgang, der eben notwendigerweise auf Vorschlag des Bundespräsidenten stattfindet, auch tatsächlich im Bundestag abgehalten wird. So, das heißt, wir gehen mal davon aus, er sagt, Angie, du machst das. Angie sagt, ich will aber nicht. Und doch, du machst so. Dann stellt sie sich hin und sagt, ich will Bundeskanzlerin werden. Dann wählt der Bundestag, stimmt ab. Genau. Wann wird sie Bundeskanzlerin? Wenn sie die Mehrheit der Mitglieder des, die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Ja, das ist die Formulierung des Grundgesetzes dafür, dass sie eine absolute Mehrheit braucht. Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, also klar, es müssen sich mehr Menschen für sie aussprechen als der, als die Hälfte der Mitglieder des Bundestages. So, das wird nicht passieren, weil die CDU, obwohl, ist ja eine lustige Überlegung. Ne? Selbst das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Ne? Es könnte natürlich sein, erstmal kann man sagen, ja, die CDU hat nicht die absolute Mehrheit, also wird es nicht passieren, oder die Union hat nicht die absolute Mehrheit, deswegen wird das nicht passieren. Aber lustig wäre es natürlich, wenn sie dann sich hinstellt und sagt, ja, ich will Bundeskanzler werden, und auf einmal heben alle die Hand und sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Es wird geheim abgestimmt. Also die Geschäftsordnung des Bundestages. Oder wird geheim abgestimmt. Aber auf einmal ist die Bundeskanzlerin und sozusagen Minderheitsregierung wider Willen. Wenn man so will, ne? Denn Minderheitsregierung insofern, als sie eben keine Koalition im Rücken hat, auf die sie sich verlassen kann, aber auf der anderen Seite eben, wenn sie die absolute Mehrheit erreicht in diesem ersten Wahlgang, dann muss, dann ist sie gewählt und der Bundespräsident muss sie dann ernennen. Also man wird nicht Bundeskanzler automatisch durch eine bestimmte Mehrheit, es fehlt immer noch so ein formaler Akt, der Bundespräsident muss denjenigen oder diejenige ernennen, aber dazu ist er nach Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes verpflichtet, wenn zum Beispiel Angela Merkel im ersten Wahlgang eben diese absolute Mehrheit erreicht. So, dann haben wir eine Minderheitsregierung. So, wenn sie jetzt aber nicht die absolute Mehrheit bekommt, dann gibt es kann es einen zweiten Wahlgang geben. Genau, das ist ganz lustig. Dann gibt es, das hatten wir in der Lage vor ein paar Wochen schon mal erklärt, dann gibt es so eine 14-Tage-Frist, binnen derer der Bundestag wieder mit absoluter Mehrheit, also mehr als der Hälfte seiner Mitglieder, einen Bundeskanzler wählen kann. Und wie wird da abgestimmt? Diesmal nicht auf Vorschlag des Bundespräsidenten. Der hat quasi nur einen Schuss frei. Die weiteren Wahlgänge finden statt auf der Grundlage von Paragraph 4 der Geschäftsordnung des Bundestages. Da heißt es in Satz 2 dieses Paragraphen 4, Wahlvorschläge zu den Wahlgängen gemäß Artikel 63 Absatz 3 und 4 des Grundgesetzes sind von einem Viertel der Mitglieder des Bundestages, ja, also 25% der Mitglieder müssen da diesen Vorschlag unterschreiben, oder von einer Fraktion, die mindestens ein Viertel der Mitglieder des Bundestages umfasst, zu unterzeichnen. Diese letzte Bedingung oder diese letzte Möglichkeit erfüllt nur die Unionsfraktion, denn die haben ja knapp über 30% der Stimmen und dementsprechend genügend Mitglieder des Bundestages. Die würden dann Merkel nochmal vorschlagen im Zweifel? So, ne? Wahrscheinlich, weiß man nicht so richtig. Auf jeden Fall, sagen wir so, die Union könnte Merkel nochmal auf den Schild heben. Es könnte sich eine überparteiliche Gruppe bilden, die zum Beispiel sagt, nein, wir wollen jetzt lieber Martin Schulz. Das war ja die zweite Option, die wir ins Spiel gebracht haben letzte Woche, wenn Martin Schulz antritt. Ich halte es für völlig klar, die SPD hat ja rund 21%, dass die fehlenden knapp 30 Stimmen noch irgendwie zustande kommen für so einen Vorschlag. Da machen im Zweifel auch Grüne und Linke mit, einfach um zu sagen, wir wollen mal Angela Merkel herausfordern, lieber Schulz als Merkel als Kanzler. Oder vielleicht sogar noch ein paar AfD-Leute, wobei man die im Zweifel nicht fragen wird. Kurz und gut, also das wäre, glaube ich, nicht das Problem. Aber wie gesagt, binnen dieser 14 Tage muss auch gar keine Wahl stattfinden. Ja, wenn nämlich das nicht passiert, dann muss gewählt werden. Also wenn der Bundestag einfach, wie gesagt, erster Wahlgang, dann 14 Tage Frist. Wenn in diesen 14 Tagen niemand mit absoluter Mehrheit gewählt wird, dann muss unverzüglich ein neuer Wahlgang stattfinden. Und dann ist einfach derjenige gewählt, der die meisten Stimmen bekommt. Ja, ganz egal, also nicht die Hälfte die meisten Stimmen. Nee. Du hast eine Stimme mehr als ich bis zur Bundeskanzlerin. Genau. Ehrlich gesagt, da kannst du auch jemanden mit 50 Stimmen zum Bundeskanzler wählen, auch wenn der Bundestag 700 Mitglieder hat. Das war zum Beispiel einer der Einwände. Zum Beispiel Christopher Lauer hatte die Idee, man brauche aber immer noch mehr Ja- als Nein-Stimmen. Das ist aber falsch. Also wir haben das mal nachrecherchiert. Da gibt es auch ein schönes Gutachten, dass der Thüringer Landtag mal zu einer Regelung in der Thüringer Landesverfassung angestellt hat. Und das zentrale Argument ist zu sagen, wenn man mehr Ja- als Nein-Stimmen bräuchte, wäre das im Grunde nahezu dasselbe wie eine absolute Mehrheit. Aber das
Grundgesetz will in Artikel 63 Absatz 4 ausdrücklich eben eine relative Mehrheit erreichen lassen. Das heißt, mehr Ja- als Nein-Stimmen braucht man nicht. Und das geht schon deswegen nicht, weil ja überhaupt nicht mit Ja und Nein abgestimmt wird, sondern man schreibt Namen auf Zettel. So. Also das heißt, es ist wirklich ganz schwer zu prognostizieren, wer dann Bundeskanzler wird. Also es sieht sehr nach einer Minderheitsregierung dann aus, ja, habe ich das Gefühl. Also weil das würde ja, also an Neuwahlen würden ja wirklich voraussetzen, dass kein Bundeskanzler, keine Bundeskanzlerin gewählt wird. Richtig. Also das, und es ist eigentlich echt schwer vorstellbar, dass weder Merkel noch Schulz sich da irgendwie wählen lassen. Das kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also ich weiß nicht. Ja. Wobei man sagen, es gibt, also um das nur vielleicht vollständig zu machen, was die Voraussetzungen sind für Neuwahlen. Ne? Denn es wird ja immer gesagt, wenn nicht GroKo, dann Neuwahlen. Und das muss man einfach so deutlich sagen, das stimmt halt einfach nicht. Neuwahlen sind nämlich nur dann möglich, wenn dieses ganze Prozedere, das wir gerade geschildert haben, durchgeht. Also erster Wahlgang ohne Ergebnis, dann in den 14 Tagen, die dazwischen kommen, darf auch niemand mit absoluter Mehrheit gewählt werden. Und diesem dritten Wahlgang muss dann jemand gewählt werden. Wie gesagt, da hat ja einfach derjenige gewonnen, der die meisten Stimmen bekommt. Und wenn es nur 10 sind. Wenn das durch ist und wenn derjenige, wie gesagt, auch in dieser Phase nicht die absolute Mehrheit bekommen hat, erst dann kann der Bundespräsident den Bundestag auflösen. Kann er, muss er aber immer noch nicht. Das heißt also, diese scheinbare Automatik, keine GroKo, also lösen wir den Bundestag auf, die ist schlicht und ergreifend verfassungsfern. Ja, die findet im Wortlaut und in der Praxis des Grundgesetzes überhaupt keine Stütze. Ganz im Gegenteil, es würde zunächst mal jemand gewählt nach Artikel 63 Absatz 4, eben mit relativer Mehrheit. Und dann müsste Frank-Walter Steinmeier noch sagen, nee, wer auch immer da gewählt ist, den ernenne ich jetzt aber nicht oder die ernenne ich aber nicht zum Bundeskanzler, sondern ich lasse lieber neu wählen. Und dann muss man sagen, kommen natürlich die aktuellen Umfragen ins Spiel. Jedenfalls haben wir in der letzten Woche auch schon kurz angedeutet, jedenfalls gegenwärtig würde eine Neuwahl im Wesentlichen eins bringen, Millionen Kosten und mehrmonatigen Stillstand, aber vermutlich kein nennenswert anderes Ergebnis. Mit anderen Worten, Neuwahlen sind einfach sowieso keine Lösung, einfach weil wir danach mit einem genau ähnlich zusammengesetzten Bundestag, hier mal plus 10 oder minus 10 Mandate, aber mit einem ähnlich zusammengesetzten Bundestag dastehen würden, wieder keine Mehrheit, weder für Rot, Rot-Grün oder Rot-Grün noch für Schwarz-Gelb, mit aller Wahrscheinlichkeit, mit anderen Worten, das bringt einfach nichts. Wir müssen mit diesem Bundestag klarkommen, das ist der Punkt. Wir müssen mit diesem Bundestag irgendwie eine Regierung bilden. Und deswegen wird das Sonntag so interessant. Also wenn die Sozis das Ding abwürgen, ja, dann wird es echt interessant. Also dann haben wir echt eine Situation, die wir so noch nicht gehabt haben. Und das wird sehr interessant. Genau, letzter Punkt. Dann haben wieder einige Leute quasi gegen unsere Spekulation von der letzten Woche eingewandt. Ja gut, dann tritt Angela Merkel halt an, lässt sich wählen nach 63 Absatz 4, relative Mehrheit, dann ist sie Kanzlerin und dann verbindet sie einfach die nächstbeste Abstimmung mit der Vertrauensfrage und bums, dann wird der Bundestag ja schon wieder aufgelöst. Und auch das stimmt nicht, denn selbst in dieser Situation, ja, wenn der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin eben mit einer Sachabstimmung die Vertrauensfrage verbindet und sie verliert, ja, also wenn das müsste ja erstmal noch passieren, aber selbst wenn das passiert, selbst dann muss der Bundespräsident den Bundestag nicht auflösen. Er kann das zwar tun und das ist ja auch das findet sich in Artikel 68 des Grundgesetzes. Auch das ist ja schon mehrfach passiert. Also ich glaube, es gab bislang 3 Auflösungen des Bundestages, wenn ich es richtig weiß, die quasi 2 oder 3, bin ich nicht ganz sicher. Eine jedenfalls nach dem Wechsel der FDP damals von der SPD zur Union 1983, 84, also wie Helmut Kohl an die Macht gekommen ist, da hat man quasi den Bundestag mutwillig aufgelöst, um diesen Wechsel der FDP vom Wähler bestätigen zu lassen. Das war das eine Mal. Das zweite Mal war Gerd Schröder 2005. Ich bin nicht sicher, ob es noch ein drittes Mal früher in der Geschichte gab. Jedenfalls die Male, wo der Bundestag aufgelöst wurde, überhaupt vorzeitig, ist das immer über so eine quasi gefaked verlorene Vertrauensfrage passiert. Das heißt, da hatte derjenige, der Bundeskanzler war, Kohl und Schröder, hatten zwar eine Mehrheit im Bundestag, aber die Leute haben die Mehrheit bewusst verweigert, damit der Bundestag aufgelöst werden konnte, weil man aus politischen Gründen eine Neuwahl wollte. Das hat das Bundesverfassungsgericht aber abgesegnet. Also eine solche gefaked verlorene Vertrauensabstimmung ist in Ordnung. Das Bundesverfassungsgericht hat da zwar gesagt, das darf jetzt nicht exzessiv ausgenutzt werden, aber wenn es quasi gute Gründe gibt, wie gesagt, bei Kohl damals neue Legitimierung dieses Seitenwechsels der FDP,
2005 war es die fehlende Mehrheit im Bundesrat, wo Gerd Schröder sagte, so kann ich nicht mehr weiterregieren. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, wenn so quasi Sachgründe das rechtfertigen, diese Neuwahl, dann ist auch eine gefakte Vertrauensfrage okay. Aber so einfach ist das eben nicht. Man kann nicht sagen, dass selbst wenn Angela Merkel zum Beispiel Chefin einer Minderheitsregierung würde, dass sie dann das innerhalb von 3 Wochen wieder los wäre über eine gefaked verlorene Vertrauensfrage oder auch über eine echt verlorene Vertrauensfrage. Denn selbst dann muss Frank-Walter Steinmeier den Bundestag eben durchaus nicht auflösen. Und wie gesagt, solange alle Umfragen sagen, dass das nutzlos wäre, warum sollte er das tun? Warum soll er das Land 3 Monate lahmlegen und Millionen ausgeben für eine Wahl, bei der nichts rauskommt? Währenddessen in Bayern. In der Tat. Schmiedet unterdessen in Bayern schmiedet ja. Markus Söder, ja, designierter Ministerpräsident für seine Wiederwahl oder Neuwahl im Herbst, glaube ich, ist es, ne, in Bayern ist Landtagswahl. Ja. Robbt er sich thematisch habituell verbal an die FDP, an die AfD ran? Und hat einen Bayern-Plan 2050 vorgestellt. Ulf, du hast dir dieses Ding angeguckt. Ich wollte es eigentlich vermeiden, aber du fandst es so lustig. Und 2050er Jahre hätte ich jetzt was gesagt. Ne? Also das 2000 kann man weglassen. Es ist eher so 50er Jahre. Bayern-Plan 50er Jahre. Was steht denn drin? Na, also ich finde, dass die Einleitung ist etwas fies. Ich fand es vor allem deswegen wichtig, weil ich finde, hier ist einfach mal was Interessantes zu berichten von den Unionsparteien. Auch in dieser Folge gibt es wieder sehr viel zu sagen zur SPD. Nicht, weil uns die besonders nahe stünde etwa, sondern weil sie quasi am Drücker ist bundespolitisch. Aber ich finde einfach, wir sollten, wenn es was Spannendes von der Union zu berichten gibt, das unbedingt auch sagen. Das ist tendenziell seltener der Fall, ne, weil die Union halt einfach viel seltener so offen streitet, wie das die SPD eben gerne tut. Aber die CSU war ja in den letzten Wochen gut für einen großen Krach. Es gab einen relativ offen ausgetragenen Machtkampf zwischen Seehofer und Söder und den jeweiligen Truppen. Die hatten dann jeweils auch ganz viele Anhänger und Gegner und so. War ein ziemliches Drama unten in Bayern. Aber irgendwann hat man dann einen Burgfrieden geschlossen. Oder man könnte auch sagen, Söder hat diesen Machtkampf insoweit gewonnen, als Seehofer versprechen musste, bis Ende März 2019 das Amt des Ministerpräsidenten in Bayern abzugeben an Markus Söder. Und das macht natürlich auch deswegen Sinn, weil eben im Herbst schon Landtagswahl ist und Söder muss sich ja auch ein bisschen profilieren können, um dann eben diese Wahl zu gewinnen. So, und jetzt ist Söder also quasi in den Startlöchern, designierter Ministerpräsident Bayerns, und er hat jetzt auf einer Winterklausur der CSU-Fraktion im Kloster Banz, na, die treffen sich gerne zu Klausuren in Klöstern, hat er eine Rede gehalten, die diese Fraktion begeistert hat. Ein 10-Punkte-Plan für Bayern. Und ich finde daran so lustig, dass er ganz gezielt versucht, die anderen Parteien in Bayern verzichtbar zu machen, indem er besonders interessante und pointierte Forderungen der anderen Parteien einfach übernimmt. Beispielsweise Schwerpunkt im Wohnungsbau wird gesetzt. Also eine uralte SPD-Forderung. Die CSU hat erst im Oktober einen Antrag der SPD im Landtag abgelehnt und weigerte sich, eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. Jetzt aber, 3 Monate später, schlägt Markus Söder vor, die Bayernheim Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. Bayernheim, ja, das klingt eher nach 1950er in der Tat. Aber das Ganze ist natürlich in der Sache eine gute Idee, denn diese Bayernheim GmbH soll ganz viele öffentliche Grundstücke bekommen, irgendwelche alten Kasernen zum Beispiel, und da möglichst schnell 2000 neue Wohnungen bauen. Also in der Sache eine super Idee und zugleich strategisch geschickt, weil natürlich damit der SPD ein Wahlkampfargument genommen wird. Auch die Grünen müssen federn lassen. Die Grünen hatten naheliegenderweise schon lange gefordert, den öffentlichen Nahverkehr in Bayern auszubauen. Bayern als Flächenland. Es ist natürlich besonders wichtig, damit die Menschen eben möglichst nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit pendeln jeden Tag, sondern vielleicht mit dem Bus oder mit der S-Bahn. Deswegen sagen die Grünen, wir brauchen eine bessere Vernetzung des öffentlichen Personennahverkehrs, und das schlägt jetzt auch Markus Söder vor und möchte das zum Beispiel über eine Digitalisierungsoffensive. Ja, es soll so eine Art bayernweiten Routenplaner geben, dass man halt schauen kann, komme ich jetzt mit dem Auto besser voran oder vielleicht mit vernetztem Nahverkehr aus verschiedenen benachbarten Landkreisen oder so. Ist auf jeden Fall eine super Idee, aber natürlich hart für die Grünen, dass sie das jetzt eben nicht mehr fordern können. Dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer interessanter Ideen, ein Landespflegegeld, ja, wenn man also Angehörige daheim pflegt, es werden sollen Hospizplätze eingerichtet werden für Schwerstkranke, eventuell auch mehr Geld für Familien, das soll so ein bisschen abhängig gemacht werden davon, was im Bund bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Aber er hat sich doch auch inhaltlich an die AfD bestimmt rangerückt. Allerdings, das war natürlich klar, denn das war ja die Linie, die die CSU in den letzten Wochen generell verfolgt hat,
quasi die rechte Flanke zu schließen oder die Flanke nach ganz rechts und rechts draußen möglichst zu schließen. Das ist hier auch Teil dieses Bayern-Plans. Es werden mehr Stellen bei der Polizei geschaffen. Es sollen sogar eigene bayerische Grenztruppen geschaffen werden. Ja, also nicht in Konkurrenz zum Bundesgrenzschutz, aber quasi so direkt hinter der Grenze. Aber mit Bajonett wahrscheinlich, ne? Oder ohne? Ich weiß nicht, wie es, das hat er jetzt noch nicht gesagt, auf jeden Fall Grenztruppen und ganz wichtig natürlich ein Landesamt für Asyl und Abschiebung. Das soll wirklich so heißen, ja. Das soll also wirklich quasi im Namen schon das Ziel tragen, Abschiebungen zu ermöglichen und laut Söder eine Art bayerisches BAMF werden. Also BAMF ist ja das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und da sollen die Zuständigkeiten im Ausländerrecht konzentriert werden. Gerade Abschiebungen aus Bayern sollen noch konsequenter vorangetrieben werden, wobei man sagen muss, wir hatten ja auch gefordert, wenn man schon zum Beispiel, wie das ja die GroKo vorsieht oder die Sondierung für die GroKo vorsieht, quasi so Camps einrichten will für Migranten, dann muss man auch wirklich schnell entscheiden, denn diese Camps sind natürlich Pulverfässer. Insofern muss das vielleicht gar nicht schlecht sein. Mal schauen. Das bringt uns auch zu dem nächsten Thema, was damit sehr verwandt ist, nämlich das Bundesinnenministerium und das eben schon benannte BAMF. Das haben die beiden haben die Asylstatistik 2017 vorgestellt. Also wie viele Flüchtlinge oder Menschen sind eigentlich zu uns gekommen, die Asyl beantragt haben und dann irgendeine Art von Schutz bekommen haben. Das denke ich, sind wir hier auch chronistenmäßig pflichtig zu tun und zu vermelden. Also demnach sind 2017 207.000 Menschen nach Deutschland gekommen und haben Asyl beantragt. Das sind deutlich weniger als in den Vorjahren. Also 2015 waren es noch 890.000, 2016 waren es 280.000 und jetzt eben 207.000. Von diesen 207.000 haben 46 einen wie auch immer gearteten Schutz bekommen, also Asyl oder subsidiären Flüchtlingsstatus oder. Also knapp die Hälfte. Das ist deutlich weniger als noch im Jahr zuvor. Da waren es über 60%, die eine Art von Schutz bekommen haben, von denen, die herkamen. Und was es auch interessant war, waren, dass es 26.000 Abschiebungen gegeben hat. Das sind 2.000 weniger als im Vorjahr. Und von diesen 26.000 waren 60 Gefährder. Was aber auch interessant ist, ist, dass eben darüber hinaus 2017 auch 30.000 Flüchtlinge freiwillig zurückgekehrt sind mit finanzieller Unterstützung. Also die kriegen dann so ein Handgeld, damit sie nicht völlig ohne Hosen dastehen, wenn sie nach Hause kommen. Also das sind mehr Leute, die sozusagen freiwillig zurückgekehrt sind, als Leute, die zwangsweise abgeschoben wurden. Alles in allem so 60.000 Leute, die halt zurückgekehrt sind oder zurückgekehrt wurden. Was aber jetzt in Bezug auf deinen Punkt, so nach dem Motto, wenn wir schon so geballte Flüchtlingsunterkünfte haben, Entscheidungszentren haben, dann müssen auch die Entscheidungen schnell fallen. Da sagt de Maizière, hey, wir haben, also der Innenminister, die neuen Asylanträge, die bearbeiten wir jetzt im Schnitt in gut 2 Monaten. Das ist eine sehr gute Zeit, muss man sagen. Ja. Da kann man jetzt wirklich nicht mehr von Bummelei sprechen. Allerdings muss man sagen, kamen unabhängig davon in der vergangenen Woche auch Zahlen raus, wie es denn so um die Erfolgsquoten von Migranten steht, die vor dem Verwaltungsgericht gegen negative Entscheidungen klagen. Und da muss man sagen, je nach Verfahrenssituationen, fast die Hälfte dieser Klagen, die tatsächlich gerichtlich entschieden werden, waren erfolgreich. Ne? Muss man sehen, fast die Hälfte der Klagen, die aber in der höheren Instanz dann immer noch? Also das BAMF legt doch dann immer, juristisch, Beschwerde oder ja, ein? Oder Berufung, glaube ich. Berufung. Bin ich ganz sicher. Genau, und dann in der höheren Instanz bekommt in den meisten Fällen das BAMF dann wieder recht, sodass jetzt sozusagen dieser Entscheid dann noch bestehen bleibt. Das ist wohl nicht so ganz raus. Hast du da Zahlen? Ja, also das habe ich gehört im Deutschlandfunk. Also die Zahlen habe ich nicht, aber das war in den Nachrichten, dass sozusagen in der ersten Instanz häufig die Antragsteller gewinnen gegen das BAMF und das BAMF dann Berufung einlegt und dann die meisten Fälle davon wiederum gewinnt, sodass der Bescheid bestehen bleibt. Okay, das ist interessant. Also die SZ hat es anders berichtet. Dann müssen wir das offen lassen. Ja. Also was ich halt immer noch interessant fand, war, warum ist denn das so? Warum kommen denn jetzt weniger Leute? Ja, und da war halt auch so ein Migrationsforscher im Deutschlandfunk, der sagt, naja, die Länder werden eben zum Teil auch sicherer. Also Beispiel hat er Kosovo genannt, war früher ein Riesenproblem, großer Quell von Zuwanderern und Flüchtlingen. Heute geht es den Leuten da besser, die ökonomische Situation ist besser, deswegen kommen einfach weniger Leute und auch die Außengrenzen, sagt er, seien eben sicherer geworden. So. Ja. Haben wir dazu noch was zu sagen? Also insgesamt stellt sich schon so ein bisschen die Situation zumindest nach, also uns stellt sie uns so dar, als klar,
200.000 Leute, die kommen, sind immer noch eine Menge, ja, aber insgesamt ist unser Staat, sind unsere Behörden, ist die Infrastruktur, ist die Zivilgesellschaft dazu in der Lage, damit das zu bewältigen. Genau. Das wäre also auch meine Sicht. Ich habe mich ja immer sehr gewehrt gegen diese Formulierung Flüchtlingskrise, weil ich immer gesagt habe, meine Güte, klar, das ist jetzt für die Verwaltung schon ein großer Aufwand, aber das werden sie schon schaffen. Und im Grunde würde ich jetzt sagen, ja, genau, hieran sieht man es, das haben sie jetzt auch geschafft. Jetzt ist im Grunde die Aufgabe der Verwaltung jedenfalls zu einem guten Teil erledigt. Und jetzt ist natürlich die Gesellschaft am Zug. Ne? Jetzt geht es darum, jedenfalls die Menschen tatsächlich zu integrieren, die in Deutschland bleiben können, und die Menschen, die auf Dauer keine Perspektive haben, die sollte man, das haben wir ja schon besprochen, tatsächlich auch schnell zu einer Rückkehr in ihre Heimat bewegen, einfach weil es nichts Schlimmeres gibt, als wenn man Menschen perspektivlos in Deutschland sitzen lässt, aber eben ohne Arbeitserlaubnis, ohne jede Chance, hier jemals Fuß zu fassen. Da zum Beispiel hat sich in dieser Woche auch die Chefin der Gewerkschaft der Polizei in Berlin dazu geäußert und zum Beispiel ausdrücklich dazu aufgerufen, Geflüchtete besser zu integrieren, weil ansonsten nämlich eine Radikalisierung und auch eine Hinwendung zum Salafismus und zum islamischen Terrorismus zu befürchten sei. Also ich kriege den O-Ton jetzt nicht mehr auf die Reihe, aber das fand ich ganz bemerkenswert. Es gab eine Pressemitteilung. Überschrift war eher, dass es immer mehr Salafisten geben soll. Aber ein Teilargument dieser Pressemitteilung war, man muss den Menschen eine Perspektive geben, um sie vor dem Abgleiten in den Terrorismus zu schützen. Und das geht ja im Grunde genau in die Richtung, was Christian Pfeiffer auch gesagt hat. Es ist nichts schlimmer. Der Kriminologe aus Niedersachsen, den wir vor zwei Wochen, glaube ich, besprochen haben, ne? Der auch sagte, es gibt nichts Schlimmeres als junge Männer, die nichts zu tun haben und keine Perspektive haben. Und das scheint auch die Erfahrung der Berliner Polizei zu sein, und das fand ich ehrlich gesagt ein sehr kluges Statement an der Stelle. Post macht ihren Job nicht mehr so, wie sich das viele vorstellen. Ja, das kam das auch, ahnten wir. Das ne? ahnten wir, genau. Zahlen. Jetzt gibt es Zahlen, die Bundesnetzagentur, also das ist eine staatliche Behörde, eine Regulierungsbehörde, ja, die also auf diese ehemaligen Monopolunternehmen wie Bahn und eben auch die Post ein Auge wirft und bestimmte Dinge, die diese neuen privatisierten Unternehmen tun, eben genehmigen muss und untersuchen und beaufsichtigen muss, also die Bundesnetzagentur. Die hat gesagt, dass diese Beschwerden über die Post extrem zugenommen hätten gegenüber dem Vorjahr, nämlich um 50%, also die Hälfte mehr Beschwerden, 6.100 insgesamt Reklamationen, und die Hälfte davon, ja, also 6.100, ne? Und die Hälfte davon, von diesen Beschwerden, betrifft den Briefverkehr. Ne? Und da geht es halt um so Sachen, was weiß ich, dass halt Briefkästen zu selten geleert werden. Ne? Die sagen also, die Bundesnetzagentur sagt, 56%, über die Hälfte der Briefkästen wird nur noch vormittags geleert. Das heißt, du musst halt relativ früh hin deinen Brief einwerfen, damit er dann am nächsten Tag auch einkommt. Viele Briefkästen, sagen sie, werden sonn- und feiertags gar nicht mehr geleert. Ja, das führt dann dazu, dass montags irgendwie keine Briefe ankommen, weil samstags und feiertags oder sonntags und feiertags wird eben nicht geleert. Und das Briefaufkommen geht zwar zurück, 8% in den letzten Jahren, so in den letzten 8 Jahren, aber weil halt viele Leute eben E-Mails schreiben und so. Trotzdem gibt es aber die Pflicht dieses ehemaligen Monopolunternehmens, was mittlerweile ja privatisiert ist, 80% der Briefe am nächsten Tag zuzustellen. Das ist sozusagen häufig ja bei diesen ehemaligen Monopolunternehmen so, dass man sagt, hey, ihr habt diese Infrastruktur, bei der Telekom ist das auch so. Ihr seid jetzt privatisiert, ihr dürft eigentlich handeln, ihr dürft in Konkurrenz treten und machen, aber aufgrund eurer extrem guten Startchancen in diesem privatisierten Markt müsst ihr noch bestimmte Pflichten erfüllen. Und das ist bei der Post unter anderem eben, ihr müsst die 80% der Briefe am nächsten Tag zustellen. Und das passiert im Bundesdurchschnitt schon, aber in einigen Regionen eben nicht mehr. Ja, also so regional gibt es da wirklich so Punkte, wo die Briefe dann eben seltener am nächsten Tag da sind. So. Ja, das würde mich zum Beispiel mal interessieren. Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das bei euch auch erlebt, kommentiert das doch mal bei uns auf unserem Lageblog. Denn also da waren die Zeitungsberichte alle so ein bisschen unscharf. Wo ist denn da jetzt eigentlich so das ganz große Problem? Also hier in Berlin klappt das mit den Briefen im Prinzip noch so ganz okay. Riesenkatastrophe ist die Paketzustellung. Wenn das auf dem Lande auch mit den Briefen schon ein Problem wird, dabei gab es dann zum Beispiel auch Gegenbeispiele, ne, wo
gesagt wurde, dass in manchen ländlichen Regionen quasi die massive Steigerung des Paketverkehrs, Klammer auf, wegen des Online-Shoppings, Klammer zu, dazu führt, dass auch die Briefzustellung wieder zuverlässiger geworden ist, weil die Post da nämlich quasi mit einem Auto sowohl Pakete als auch Briefe zustellt. Ne? Und wenn man dann sowieso durch die Gegend fahren muss, weil so viele Pakete ankommen, Tag für Tag, Amazon und Co., dann kann man eben auch die Briefe mitnehmen und mit einmal klappt die Briefzustellung wieder zuverlässiger, als wenn man eben wie früher vielleicht nur wegen der Briefe und eines einsamen Päckchens durch die Gegend fahren musste. Finde ich eine interessante Entwicklung. Das ist natürlich wiederum in Städten anders. Ne? Da werden Pakete und Briefe völlig getrennt ausgeliefert, zum Beispiel eben ja auch hier in Berlin. Und da fluchen die Menschen, weil die Paketzusteller insbesondere nicht mehr klingeln. Das scheint inzwischen völlig ausgestorben zu sein, dass mal jemand klingelt, um ein Paket abzugeben. Also ich wohne hier zum Beispiel in einem Haus mit einer extrem großartigen Nachbarschaft, wo unter anderem hier Filme im Haus sind, die halt tagsüber immer besetzt sind und auch abends häufig lange. Und die nehmen dann gerne meine Post an. Das ist ganz toll. Und und natürlich wird mir keine Postkarte oder keine Benachrichtigung eingeworfen, aber dafür schickt mir dann die Sekretärin unten von der Firma eine SMS und sagt, Ulf, Päckchen bei uns. Was natürlich ganz toll ist, aber das funktioniert eben nur, weil ich so großartige Nachbarn habe. Viele Menschen haben eben das Problem, Postbote klingelt nicht, legt das Paket auf die Postfiliale, hat aber keinen Bock, einen Zettel zu schreiben. Er klingelt nicht, damit er nicht hochlaufen muss, damit er die Zeit nicht verliert, weil er halt so viel Stress hat, um die Päckchen in der Zeit überhaupt ausliefern zu können. Also ich glaube, das ist wirklich ein Bereich, wo man sagen muss, der Druck auf die einzelnen Postzusteller, Paketzusteller ist so groß geworden, dass die ihren Job einfach nicht mehr ordentlich machen können. Und das ist aus meiner Sicht eine Schattenseite der Privatisierung. Ne? Philipp, du hast es gesagt, es gibt diese Aufsichtsbehörden ja überhaupt nur, weil die Post eben keine Behörde mehr ist. Und wenn es ein privates Unternehmen ist, dann soll es nach Gewinn streben und dann muss man dem auf die Finger gucken. Aber man sieht hier, denke ich, sehr deutlich, jedenfalls im Bereich der Paketzustellung, da schafft es diese Behörde nicht oder ist der regulatorische Rahmen einfach nicht dazu angetan, zum einen die Qualität sicherzustellen, die klappt überhaupt nicht mehr, und zum anderen für angemessene Arbeitsbedingungen zu sorgen. Also diese Paketzusteller werden, soweit ich das wahrnehme, extrem ausgelutscht, und das, finde ich, ist eine sehr negative Entwicklung. Ja, also ich habe auch nochmal bei einem anderen Zusammenhang mal geguckt neulich, wie ist denn das eigentlich mit diesen Briefen? Man kennt natürlich Briefe, also Pakete, okay, da gibt es halt mittlerweile viel Konkurrenz, Paketdienste rauf und runter, da muss man nicht DHL nehmen, da kann man irgendwas nehmen. Aber wie ist da gibt es auch noch Hermes. Alles Mögliche, ne? Also das ist bekannt. Aber wie ist denn das mit Briefen? Ich dachte dann immer so, Briefe, ist das nicht auch komplett privatisiert? Und es ist komplett privatisiert. Und ich dachte, ja, aber es gibt doch nur die Post. Und das stimmt aber nicht. Sondern zum Beispiel PIN, ja, so ein anderer privater Briefdienstleister, du kannst ja auch eine Briefmarke bei PIN kaufen. Die ist dann irgendwie 2 oder 4 Cent billiger. Ja, aber die haben natürlich nicht überall Briefkästen, sondern die haben nur in Berlin Briefkästen bei Edeka. Aber auch nur im Zentrum. Ja, also bei mir hier draußen gibt's das nicht, sondern musst du ins Zentrum fahren und kannst da einen PIN-Brief einwerfen. So, ne? Also. Aber zustellen tun die dann schon ein bisschen weiter als, ja, als nur zustellen, im Zentrum, oder? Ja, ne, ich glaube, zustellen tun die tatsächlich bundesweit. Ach. Interessant. So, also das würde mich auch mal interessieren, ob ihr privat irgendwie tatsächlich mal PIN-Briefe verschickt. Ich meine, für Firmen und so macht es vielleicht Sinn, dass sie das dann so im Koffer da abholen und so. Aber das würde mich mal interessieren, ob man wirklich da 2 Cent spart und bei PIN eine Briefmarke kauft. Wir müssen nochmal, finde ich, in die USA blicken, weil diese Woche eine Menge passiert. Also wenn ihr dieses Ding hört, dann ist dieser Kampf wahrscheinlich schon entschieden, der da um diesen Shutdown gerade ausgefochten wird. Aber trotzdem sollten wir, finde ich, das so gründlich und wesentlich, dass wir das hier nicht verschweigen sollten. Also heute Freitag, 0 Uhr Ortszeit Washington, muss der Kongress ein Gesetz verabschiedet haben, ein kurzfristiges Budgetgesetz, also wo das Parlament sein Recht wahrnimmt und sagt, so und so viel darf halt die Regierung ausgeben. Dafür muss halt ein Gesetz verabschiedet werden. Das gilt dann erstmal kurzfristig bis Mitte Februar. Aber bisher ist das nicht passiert. Und wenn das bis 0 Uhr Freitag nicht passiert, dann gibt es einen Shutdown. Das heißt, nicht alle, aber viele Bereiche, die der Staat finanziert, bekommen dann kein Geld, weil das Parlament kein Geld freigegeben hat. Viele können dann trotzdem zur Arbeit gehen, wesentliche Posten, aber ganz viel wird dann eben stillgelegt. Ulf, du hast den letzten Shutdown 2013, hast du miterlebt. Wie war das?
Ja, das ist wirklich ganz interessant, vor allem, weil das so anders ist als in Deutschland, ne? Also es geht vor allem darum, wenn das Federal Government, die amerikanische Bundesregierung, die Kreditlinie ausgeschöpft hat, dann dürfen sie eben keine weiteren Kredite aufnehmen. Und zwar anscheinend wirklich gar nicht mehr, so dass dann tatsächlich ganz massiv alle Ausgaben gestrichen werden müssen. Ich weiß nicht so ganz genau, warum man das so macht, warum man nicht zum Beispiel irgendwie einen Puffer einführt, einen finanziellen, dass zumindest bestimmte Ausgaben weitergeführt werden können. Aber in den USA ist es tatsächlich so, dass dann ganz viele Bundesbedienstete schlicht und ergreifend keinen Lohn kriegen. Da werden die Nationalparks geschlossen, da werden teilweise Ministerien auch abgeschaltet, sodass dann da wirklich irgendwie nur noch die Pressestelle besetzt ist und irgendwelche ganz essentiellen Teile. Es führt also wirklich dazu, dass alles, was Bundesbehörde ist, Bundeseinrichtung, so richtig abgeschaltet wird. Da sieht man dann immer, also letztes Mal erinnere ich mich, als ich eben in Amerika gelebt habe und Shutdown war, hat man das in New York ehrlich gesagt kaum gemerkt, weil ja wenn man dann vom Federal Government nicht so viel mitkriegt, ne, die Post ist ja auch längst irgendwie davon unabhängig zum Beispiel, aber und die Bahn, Amtrak ist auch ein privates Unternehmen, wenn auch staatsnah und so und mit vielen Subventionen, aber da waren die Zeitungen voll von irgendwelchen Gesperrtschildern und von Ministerien in Washington, die von Polizeiketten abgeriegelt wurden, weil die einfach mal zu waren. Also das ist schon ein sehr skurriles Erlebnis, weil zum Beispiel wir in Deutschland ja gerade auch keinen neuen Bundeshaushalt haben. Ich hatte gerade gestern noch eine Besprechung mit einem führenden Vertreter eines Bundesministeriums und der sagte, ja nö, also wir können momentan auch nicht viel machen. Es gibt ja keinen Haushalt, aber das führt natürlich nicht dazu, dass die Ministerien jetzt irgendwie stillgelegt würden oder so. Ja. Also ich glaube, man muss das jetzt nicht so im Einzelnen nacherzählen, aber im Prinzip geht es einfach darum, dass die Republikaner gerne diesen Shutdown vermeiden würden, weil sie damit rechnen, dass der in erster Linie auf sie zurückfällt, weil sie beherrschen den Kongress, sie beherrschen das Repräsentantenhaus, sie beherrschen den Senat und sie sind und auch sie noch, stellen den Präsidenten. Und sie stellen den Präsidenten. Das heißt, wenn der Staat auf einmal kein Geld mehr hat und seine Löhne nicht zahlen kann, dann fällt das in erster Linie auf sie zurück. Deswegen wollen die Republikaner das eigentlich vermeiden. Sie haben also ein Gesetz geschaffen und vorgelegt, wonach also die Finanzierung bis Mitte Februar gesichert wäre. Aber die Demokraten sagen, nö, das machen wir nicht. Also so einfach kommt ihr uns nicht davon. Wir dafür, für unsere Zustimmung, hätten wir gerne was. Weil die Zustimmung, also das Haus, das Repräsentantenhaus hat dieses Gesetz schon verabschiedet. Jetzt fehlt noch die Zustimmung im Senat. Aber da ist es halt so, da könnte man sagen, ja, da sind doch die Republikaner in der Mehrheit, dann ist das Ding noch gelutscht. Aber es gibt halt auf der einen Seite ein paar Republikaner, die sagen, nee, da stimmen wir dann doch nicht zu, weil wir gerne ein anderes Gesetz hätten über Flüchtlinge und Zuwanderer, hinter dem beide Parteien stehen. Und es gibt auf der anderen Seite auch ein paar Demokraten, die diesem Gesetz wieder zustimmen würden. Also da ist sozusagen also ein großes politisches Dealmaking sozusagen im Gange. Die Republikaner wollen quasi dieses Gesetz verabschieden und die Frage ist, welchen Preis bekommen denn die Demokraten dafür, dass sie da zustimmen? Und da geht es halt um das Schicksal von Kindern, die sozusagen als illegale Immigranten in die USA gekommen sind, diese sogenannten Dreamers unter diesem DACA-Gesetz geduldet und aber Sekunde, Philipp, ja. da muss man ganz kurz dazu sagen, das sind Kinder von Eltern, ja, die illegal ins Land gekommen sind, die selber nichts dafür können. Das ist ja gerade der Punkt, weswegen Obama eben mit diesem DACA-Verfahren, das aber eben reines Verwaltungsverfahren war, dafür gesorgt hat, dass die Leute im Land bleiben können. Das war im Grunde so eine Art Abschiebemoratorium. Obama hat gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen ziehen wir euch gegenüber das Aufenthaltsrecht in den USA nicht durch und sagen, ihr könnt ja im Grunde nichts dafür. Ihr seid ja als Vierjährige mit euren Eltern gekommen und ihr habt euch jetzt hier gut integriert. Ihr seid ja im Grunde Amerikaner, auch wenn ihr keinen legalen Status habt. Wir lassen euch einfach im Land. Genau. So. Und aber eben ohne das Gesetz zu ändern. Ohne das Gesetz. Und Trump hat gesagt, ja, wir kündigen dieses Moratorium auf. Diese Leute müssen nach Hause. Und die Demokraten haben gesagt, nee, das machen wir nicht mit. Und jetzt geht es halt zum Beispiel darum, was passiert mit diesen Leuten. Die Demokraten hätten gerne eine unbefristete Regelung für diese Dreamer, für diese Kinder, die unter diesem DACA Act in den USA aufgewachsen sind. Und die Republikaner, viele sagen, nee, das machen wir nicht oder nicht, nee, nicht so, wie er das... Nicht, kein Act, kein Gesetz. Das kein Gesetz, Act. Stimmt. Ja. Ja. Aber gut, ja. Ne, genau, aber die Republikaner sagen, nee, das machen wir so nicht, wie ihr das wollt. Also da wird drüber verhandelt. Dann gibt es auch noch so eine Krankenversicherung für Kinder, die Republikaner für 6 Jahre verlängern wollen. Die Demokraten hätten sie gerne unbefristet verlängert. Also da geht es darum, welchen Preis bekommen die Demokraten für ihre Zustimmung, damit es diesen Government Shutdown nicht gibt. Und wenn ihr das hört, dann ist es wahrscheinlich schon entschieden, weil das ist in ein paar Stunden, ist es der Fall.
Fall ist es der Fall. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund. Das ist sozusagen klassisches politisches Dealmaking. Ihr wollt das Gesetz, dann müsst ihr uns aber bei dem und dem Gesetz auch entgegenkommen. Und muss ja keine Katastrophe sein, mal ganz ehrlich. Donald Trump hätte natürlich niemals irgendwas für die DACA, für die Dreamer getan, für die DACA-Profiteure getan, wenn er nicht durch diese Haushaltssituation dazu gezwungen worden wäre. Ne? Und ich finde das, um noch ganz kurz die Brücke zurückzuschlagen, schon auch ein Beispiel dafür, dass dieses Dealmaking gar nicht so furchtbar schlecht sein muss. Ich finde, nochmal einmal zurück zum Thema Regierungssituation in Deutschland, ich finde einfach, dass das ein schönes Beispiel dafür ist, dass das Dealmaking so ein Parlament auch belebt. Ne? Also der Kongress in den USA ist mit seinen beiden Häusern jedenfalls ein wesentlich präsenteres Parlament, ein wesentlich präsenterer Ort der demokratischen Auseinandersetzung, als es der Bundestag vermutlich jemals war. Das stimmt. Na, und das ist auch für die Menschen in den USA viel spannender. Das ist schon wirklich eine ganz interessante Beobachtung. Philipp und ich lesen ja beide zum Beispiel viel Washington Post, New York Times und so. Und da ist es einfach wirklich ein Thema, was welcher Senator zu einem bestimmten Thema sagt, wie er sich äußert, was da für Deals geschlossen werden, wie zum Beispiel auch teilweise parteiübergreifend Senatoren oder Reps sich zusammentun und irgendwelche Projekte starten. Ja, Bipartisan Act oder Bipartisan Bill. Ne? Bill ist eigentlich der Begriff für ein Gesetzesvorhaben. Vorhaben, ne? Bipartisan Bill, irgendwie zu einem sonst was Thema, da setzen sich halt Leute von beiden Fraktionen hin und überlegen mal, wie man da vorankommen könnte. Und das sind alles so Dinge, die sind in Deutschland völlig undenkbar. Ja, wenn es da gibt es eine Koalition und dann gibt es eine Opposition und dass da bipartisan-mäßig man sich hinsetzt und überlegt, wie man ein Sachproblem löst, kommt überhaupt kaum vor. Und deswegen bin ich so begeistert von der Idee, jetzt einfach mal eine Minderheitsregierungssituation zu haben. Meine Güte, wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch neu wählen. Aber ich finde, man sollte das wenigstens mal ein paar Monate ernsthaft ausprobieren. Möglicherweise führt es nämlich auch bei uns zu einer Belebung des Diskurses, wie er eben in den USA stattfindet. Und wo du es sagst, ne, so diese Bipartisan, also diese ein Gesetz zu schaffen, zu dem beide Parteien in großer Zahl zumindest Ja sagen können, das hat zu dem zweiten Aufreger in dieser Woche geführt. Da ging es nämlich tatsächlich um diese Dreamer, also um diese Kinder, die als Kinder mit ihren Eltern illegal in die USA gekommen sind und jetzt dort geduldet werden. Da ging es halt darum, dass zwei Senatoren der Meinung waren, dass sie ein Gesetz geschaffen hatten, was eben diese Dreamer legalisiert. Das haben die Demokraten bekommen, dafür haben die Republikaner ein bisschen mehr Grenzsicherheit bekommen, so eine gewisse Visa-Lotterie sollte abgeschafft werden. Also da waren sich diese beiden Senatoren irgendwie einer Meinung, ja, da haben wir einen Entwurf gefunden für diese Dreamer, hinter dem beide Parteien stehen können, und sie haben irgendwie angeblich auch mit dem Präsidenten gesprochen und der sagte, ja, wenn ihr das so wollt, dann machen wir das so. Dann sind die ins Oval Office gefahren, also ins Weiße Haus zum Präsidenten, um das sozusagen final zu besprechen, und erlebten da eine große Überraschung. Als sie da sozusagen ihren Plan präsentierten, sagte Trump auf einmal, ehrlich gesagt, was ist denn das für ein Plan? Wurde angeblich, also man weiß es nicht genau, aber nach Zeugenaussagen ziemlich ärgerlich, und es ging wohl ziemlich rüde hin und her. Und am Ende hat er dann halt gesagt, weil dieser Plan auch eben eine gewisse Erleichterung für Menschen aus Haiti und anderen Krisengebieten umfasste, soll der Präsident dann gesagt haben, hey, geh mir weg mit diesen Leuten aus diesen Shithole-Countries. Die wollen wir nicht haben. Und Shithole Countries. Und dann ging es. Soll er gesagt haben. Genau, dann wurden jetzt natürlich verschiedene, sagen wir mal, Leute befragt, die bei dieser Besprechung anwesend waren. Einige haben gesagt, er hat Shithole gesagt, andere haben gesagt, kann sich nicht mehr erinnern. Die Dritten haben gesagt, er hat Shithouse gesagt. Da muss man dann wieder sagen, Shithouse ist eigentlich ein Shithole mit einem Dach drüber. Weißt du, also so groß ist der Unterschied dann auch nicht. Ich glaube, letztlich kann man aber sagen, glaube ich, nachdem, was ich gelesen habe, er hat's gesagt. Und das ist natürlich. Also, weißt du, das bedeutet nichts anderes, was er ja auch gesagt hat, wir wollen lieber Immigranten aus Norwegen, ja, und bitte keine Leute aus diesen Shithole-Countries. Und das bedeutet nichts anderes, als dass er sagt, wir hätten gerne weiße Leute aus Norwegen und bitte nicht solche Leute, die so eine komische Hautfarbe haben aus anderen Staaten. Das ist jedenfalls die Befürchtung, ne, die man haben kann, wenn man sich solche Geschichten anhört. Genau, dass es da jedenfalls nicht um Qualifikation oder demokratisches Grundverständnis ging. Interessanterweise hat dann jemand, wo du gerade das Stichwort Norwegen erwähnst, in der vergangenen Woche so eine hübsche Grafik getwittert, die so sinngemäß fragte, warum sollte eigentlich ein Norweger in die USA einwandern, wo doch im Grunde alles schlechter ist? Und dann kam so eine ganze Reihe von Disziplinen, zum Beispiel vernünftige Kontrolle
von Schusswaffen, bezahlter Urlaub, bezahlbare Krankenversicherung und dann jeweils dahinter USA, no, Norwegen, grünes Häkchen. Ja. Da musste ich sehr lachen. Und das ist zum Beispiel so eine Erfahrung, die ich ganz häufig gemacht habe in den USA, dass auch, sagen wir mal, kritische Amerikaner, ja, eher, wie soll ich sagen, irgendwie linksdrehende Amerikaner, völlig selbstverständlich und by default davon ausgehen, dass in ihrem Lande eigentlich alles optimal funktioniert auf der Welt. Und zwar insbesondere im Vergleich zu anderen Ländern. Es ist so eine totale Default-Einstellung, nicht im Sinne einer festen Überzeugung, sondern im Grunde so eines Hintergrundbewusstseins. Wir sind the greatest country in the world. Genau. City on a hill. Ja, ja, das ist also hier, das ist das allergeilste Land auf der Welt. Und zwar, also nicht nur das Land, sondern auch so jede einzelne Disziplin. Man geht davon aus, dass Krankenversicherung, Bildungswesen, Straßen, Eisenbahnen, Flugzeuge und Raumschiffe, das einfach alles in den USA am besten ist. Wie gesagt, ohne, dass man da jetzt irgendwie groß drüber nachgedacht hat, ist das so eine Art Default-Bewusstsein. Und wenn man dann, ich habe also zum Beispiel, wenn ich Zug gefahren bin in den USA, mich ganz viel mit Menschen unterhalten, tagelang irgendwie, das haben wir ja auch schon oft besprochen, da irgendwie mit Leuten diskutiert. Und wie gesagt, selbst sehr linke, sehr kritische Leute haben dieses Hintergrundbewusstsein. Und wenn man sie zum Beispiel mal auf Krankenversicherung anspricht und dann einfach mal so ein bisschen erzählt, wie das in Deutschland so läuft und so, dann fällt denen alles aus dem Gesicht. Die können das einfach nicht glauben. Ja, wobei ich habe zuletzt auch so ein paar US-Podcasts gehört, ATP, also Accidental Tech Podcast, wo das auch immer mal so ein bisschen durchschimmert. Soll man sich selbstständig machen? Was muss man für Krankenkassenbeiträge zahlen? Und da ist immer schon so mehr oder weniger explizit auch: Ja, liebe Europäer, wir wissen, bei euch ist alles besser, aber bei uns kostet das nun mal so viel. So, und da ist es auch nicht so. Also da schimmert schon auch bei diesen linksdrehenden Tech-Amis durch, dass das Krankenversicherungssystem speziell bei ihnen nicht optimal ist und dass es in anderen Ländern durchaus besser ist. Also da, glaube ich, ist so ein bisschen so eine andere Perspektive, zumindest teilweise schon drin. Das also vielleicht in diesem Politikfeld, ne? Aber wie gesagt, ich wollte einfach nur diese Default-Einstellung schildern, weil das halt, glaube ich, auch in vielen Fällen den amerikanischen Diskurs behindert, ne? Dass man einfach nicht so recht den Blick ins Ausland wirft. Wie ist denn das in anderen Ländern? Ne? Wie gesagt, die Grundhaltung von Trump war ja ganz offensichtlich in dieser Diskussion, dass jeder Norweger sich die Finger danach lecken würde, ein Visum für die USA zu bekommen. Also ich will nicht ausschließen, dass das ein paar Tausend auch tun jedes Jahr, aber es ist jetzt durchaus nicht so, als wenn man als Norweger sich nichts Schöneres vorstellen könnte als New York City. Ja, aber da ging bei vielen echt der Hut hoch. Also diese Shithole-Country-Äußerung, das war nicht schön. Das hat vielen echt gestunken, wobei man hier so ein bisschen sitzt und sagt so, ja, ist das jetzt eine Überraschung? Wussten wir das nicht schon? Ich finde, es passt ins Bild beim Donald, aber gut. Aber apropos der Donald. Der Donald hatte noch eine harte Prüfung zu absolvieren, Philipp, diese Woche. Ja, er hatte einen Gesundheitscheck zu machen und wurde festgestellt, dass er Giraffe vom Nashorn oder Nilpferd vom Nashorn, jedenfalls zwei große Tiere voneinander unterscheiden kann. Genau, und zwar das beruhigt einen schon irgendwie, ne? Dass der Donald irgendwie genügend Tierfilme geguckt hat in seiner Jugend. Nein, der Hintergrund des Ganzen ist, dass er erzählt ja gerne von sich, dass er ein toller Hecht ist. I have the greatest brain und so ähnlich. Oder I have the best brain. Da hat uns doch sogar mal ein Hörer zu einer Lage live so einen wunderschönen Soundgenerator gestellt. Ja, stimmt, genau. Wunderschönes Gerät. Habe ich den hier nicht noch irgendwo? Ja, ich habe ihn hier noch irgendwo. Echt? Hast du den da gerade gut bereitet? Ja, lief zufällig gerade neben mir. Ja, genau. Schauen wir doch mal. I look so handsome. Ja, da haben wir es doch schon. I look so handsome. Ich wollte das Best Brain eigentlich noch gerade. Egal, vielleicht finde ich es noch. Jedenfalls hatte er mal wieder geprahlt, unter anderem mit seiner brillanten psychischen Gesundheit. Und nachdem da dann doch so ein bisschen Kritik kam, sah er sich offensichtlich genötigt, seine psychische Gesundheit mal unter Beweis zu stellen. So kam es überhaupt nur zu diesem Gesundheitscheck. Und da machte dann eben im Internet die Runde, wie denn das tatsächlich, was denn da für Fragen gestellt wurden. Ah, ich habe es gefunden. I have the best brain. Everybody says so. Ja, da haben wir es doch, ne? I have the best brain. Und das wissen wir jetzt auch. Der Nashorn-Test wurde bestanden. Ja, also aber insgesamt gab es dann schon so ein paar medizinische Parameter, die vielen, glaube ich, Sorgen bereitet haben. Also so Herzparameter, wo viele gesagt haben, also er nimmt Tabletten und hat trotzdem so hohe Werte und die sind immer so. Vielleicht auch mal eine Cheeseburger-Diät oder so. Also war wohl auch ein paar besorgniserregende Daten darunter, aber ja, keine Ahnung. Also was man sich davon jetzt versprochen hat, weiß ich nicht. Viele, viele Sachen, die wir über berichtet haben, sprechen eine andere Sprache. Sag mal, sollen wir dieses Gerrymandering noch machen? Ne, ist heute ein bisschen viel. Wir schieben es noch einmal, Philipp. Okay? Aber dann ist es tot, ne? Das ist nicht tot. Das weißt du. Nein, das ist nicht tot. Ist nicht tot.
Nein, wir schieben es noch einmal. Na gut, okay. sollen wir dann sind wir beim NetzDG. Ja, los geht's. Also das NetzDG, ne? Wir haben das nochmal reingenommen, weil wir natürlich, als das so geschrieben und verabschiedet wurde, viel darüber gesprochen haben. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist jetzt ja seit knapp 3 Wochen in Kraft, seit dem 1.1.2018. Voll in Kraft, ne? So ein paar Sachen galten ja schon, aber vorher, das ist jetzt richtig so in Kraft. Ne? Aber das wurde halt von Justizminister Heiko Maas relativ eilig in die Wege geleitet, in die Welt gesetzt, vor dem Hintergrund, dass es eben sehr viel Hass und auch strafrechtlich relevante Äußerungen in sozialen Netzwerken, Twitter, Facebook, allen voran, aber auch YouTube, gab und die Netzwerke, ja, sagen wir mal, da nicht so richtig viel gemacht haben und auch ihren ursprünglichen, eigentlich schon geltenden Verpflichtungen nicht so recht nachgekommen sind. Ulf, was sieht das jetzt nochmal vor, ganz kurz zusammengefasst, was müssen die Netzwerke jetzt machen, was droht ihnen? Ja, das NetzDG gilt sowieso erstmal nur für bestimmte soziale Netzwerke mit mehr als 2 Millionen Usern im Inland. Ne? Ein bisschen schwierig festzustellen, wer denn das eigentlich hat. Man geht so davon aus, dass es so eine Handvoll Netzwerke sind. Natürlich Twitter, Facebook, YouTube und dann aber gibt es auch so ein paar, wo man sich nicht so ganz sicher ist. Es gibt auch keine offizielle Liste. Das heißt, die Netzwerke können eigentlich nur hoffen, dass sie das selber rausfinden. Für die dies gilt, sind 2 Fristen relevant. Offensichtlich rechtswidrige Inhalte, Klammer auf, wobei rechtswidrig bedeutet, gegen bestimmte Straftatbestände verstoßend, müssen binnen 24 Stunden blockiert werden und einfach nur rechtswidrige, wo das aber nicht offensichtlich ist, binnen einer Woche. Mit anderen Worten ist eine Art Löschfrist festgesetzt worden, die die sozialen Netzwerke einhalten müssen und zu diesem Zwecke müssen sie bestimmte Strukturen aufbauen, also bestimmte Verfahren, bestimmte Prozeduren vorhalten, um diese Löschfristen im Prinzip einhalten zu können. Tun sie das nicht, drohen ihnen sehr hohe Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro, wenn ich richtig informiert bin. Die Zahl habe ich jetzt nicht nochmal nachgelesen, aber ganz wichtig, da geht es nicht um eine einzelne Fehlentscheidung, also einen Beitrag nicht zu löschen, ist als solches natürlich nicht mit einer derart hohen Strafe belegt, sondern quasi ein systematischer Fail. Also wenn man kein Verfahren vorhält, das im Prinzip funktioniert, dann werden diese 50 Millionen Bußgeld im schlimmsten Fall fällig. Und da ist jetzt auch schon geleakt worden, dass das Bundesamt für Justiz, was da die zuständige Bußgeldbehörde ist, schon den ersten Bußgeldkatalog geschrieben hat, wo also bestimmte Verstöße mit bestimmten Drohungen belegt sind, bestimmten Bußgeldhöhen belegt sind. Das Problem bei dem Ganzen ist, Philipp hat es eben gesagt, eigentlich haben die Netzwerke in vergangenen Zeiten im Zweifel eher zu wenig gelöscht. Also Twitter zum Beispiel hat so gut wie gar nichts gelöscht. Jetzt allerdings gibt es bestimmte Anhaltspunkte dafür, dass sie zu viel löschen. Das ist auch ehrlich gesagt wenig überraschend, weil man sagen muss, zu viel löschen ist völlig sanktionsfrei nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Zu wenig löschen allerdings kann gefährlich sein. Das ist so interessant, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz bestraft Netzwerke nur dafür, wenn sie zu wenig löschen, nicht aber dafür, wenn sie völlig legale Inhalte aus dem Netz entfernen. Das ist ein Konstruktionsfehler des Gesetzes, auf den natürlich von vornherein auch hingewiesen wurde. Und so viel kann ich sagen, es gibt auch schon Überlegungen natürlich im Bundesjustizministerium, was man tun kann, um da nochmal nachzusteuern. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und dass es da offensichtlich ein sehr genaues Monitoring gibt und man sich schon anschaut, wie man jetzt nochmal da nachsteuern könnte. Ich habe mal so drüber nachgedacht, eine Möglichkeit wäre ja zum Beispiel, dass die Netzwerke wenigstens angeben müssen, auf welcher Rechtsgrundlage sie denn eigentlich einen bestimmten Beitrag gelöscht haben. Also wenn sie zum Beispiel sagen müssten, dem Autor des Beitrags gelöscht nach dem NetzDG in Verbindung mit dem und dem Straftatbestand oder einfach gelöscht wegen eines Verstoßes gegen unsere Hausordnung. Ne? Die Netzwerke haben ja alle noch so digitale Hausordnungen. Community-Richtlinien. Community-Rules, so genau. Und Verstöße dagegen können natürlich auch dazu führen, dass was gesperrt wird. Ja. Also wir haben jetzt ja so ein paar Fälle, die zumindest unter diesem Problemfall NetzDG subsumiert wurden, die aber glaube ich nicht so alle dazugehören. Also Richard Gutjahr ist einer, der zu nennen ist, Journalist, Blogger, Kollege, der sich seit einigen Monaten schon extremem Hass gegenüber sieht. Aus diversen Gründen ist seine Familie und seine Kinder sehr unter Beschuss geraten, also übelste YouTube-Videos kursieren und er hat halt jetzt... Ja, aber man sollte den Hintergrund ganz kurz sagen, weil das
es so absurd ist. Und zwar war es so, dass der Gutier ist eben Journalist. Und der Zufall wollte es, dass er bei zwei Terroranschlägen in letzter oder einem Terroranschlag und einem Amoklauf dabei war und auch bestimmte Dinge gefilmt hat. In Nizza und in München, ne? Genau. Er war in Nizza dabei und stand zufällig auf dem Hotelbalkon und hat eben diesen Horror-LKW gefilmt, tatsächlich dieses Video von dem weißen LKW, das man in allen Medien gesehen hat, das stammte eben von Richard Gutjahr. Der war einfach mit seiner Familie in Nizza und hat das zufällig gefilmt und war dann natürlich auch sofort als Profi-Journalist voll dabei und hat dann eben weiter berichtet. Und dann war er eben eine Woche später in München, was seine Heimatstadt ist, oder zwei Wochen später, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war, und hat dann da, weil er eben auch in seiner Heimatstadt war und mitkriegte, da ist was passiert, von diesem Amoklauf in dem Münchner Einkaufszentrum berichtet. Und diese Zufälle haben dazu geführt, dass es im Netz eine Verschwörungstheorie gibt, die da lautet, Richard Gutjahr hat diese Terroranschläge oder diesen Amoklauf selber inszeniert. Ja, das muss man sich mal reinziehen, der wird einfach so getan, als hätte das alles nur inszeniert, um sich als Journalist irgendwie in Szene zu setzen, oder teilweise macht man sich noch nicht mal die Mühe, so eine scheinrationale Erklärung abzugeben, und es heißt einfach nur, das kann kein Zufall sein, der Mann war an beiden Tatorten, mit anderen Worten, er muss es gewesen sein. So abstrus wird argumentiert. Genau, und also, und da gibt es wohl hunderte Videos auf YouTube, die da wirklich ihn übelst beleidigen, und auf allen Kanälen wird er beschimpft, und jetzt dachte er sich, okay, gut, jetzt haben wir ja das NetzDG, also dieses Netzwerk Durchsetzungsgesetz, da kann ich doch mal mich an diese Netzwerke wenden, YouTube allen voran, um zu sagen, block das mal. Und da hat sich herausgestellt, dass das mit sehr, sehr, sehr vielen Hürden verbunden ist und am Ende eigentlich nicht funktioniert. Nicht nur das, also YouTube hat diese Formulare sehr schlecht versteckt, und es hat ewig gedauert, um überhaupt rauszufinden, wen kontaktiert man da überhaupt. Und am Ende wurde dann doch nichts blockiert, und noch viel mehr wurden halt diejenigen, die Autoren oder beziehungsweise Reinsteller dieser Videos waren, darüber informiert, dass er, Richard Gutjahr, diese Videos hat blocken lassen wollen. Nicht ernsthaft. Und es wurde auch noch seine Privatadresse an diese Leute weitergegeben, die das natürlich dann wiederum sofort veröffentlicht haben. Seine Privatadresse mit Telefonnummer, glaube ich. So, und also das hat sozusagen diesen ganzen Hass-Zirkus, hätte ich jetzt fast verharmlosen gesagt, diese ganze Hassspirale nochmal zusätzlich befeuert, weil eben seine Privatadresse daraus gegeben wurde. So, ne? Und das ist natürlich komplett fatal. Er ist dann zur Polizei gegangen, hat Anzeige erstattet. Da wiederum hat er sich relativ gut aufgehoben gefühlt, und er sagt, dass es da jetzt offensichtlich Ansprechpartner zumindest für die Polizei bei diesen Netzwerken gibt. Ist eine gute Sache, aber so richtig funktioniert das in den ernsthaften Fällen offensichtlich noch nicht. So. Ja, also das ist natürlich ein großes Problem, wenn es tatsächlich immer noch nicht funktioniert. Man muss bei der Diskussion um das NetzDG, die momentan, muss man ehrlich sagen, vor allem um zu viel Sperren kreist, genau, immer dazu sagen, dass man eben nicht so richtig weiß, was jetzt wirklich ein Effekt des NetzDG ist, oder ob nicht möglicherweise die Netzwerkbetreiber, die natürlich überhaupt kein Interesse an dem NetzDG haben, nicht jetzt auch alle möglichen anderen Sperrungen dem NetzDG gleichsam in die Schuhe schieben. Ne? Deswegen, da muss man sehr genau hinschauen. Zum Beispiel gab es ja ganze Account-Sperrungen auf Twitter, bizarrerweise sogar des Accounts des Satire-Magazins Titanic. Und das kann gar nicht auf dem NetzDG beruht haben, weil das schlicht und ergreifend keine Account-Sperrungen vorsieht, ne? Sondern immer nur die Sperrung von einzelnen Inhalten. Und deswegen ist diese Diskussion in den letzten Tagen auch einigermaßen hochgekocht. Ich glaube, da muss man sehr genau hinsehen, was man auch sagen muss bei dem ganzen NetzDG. Oder Philipp, hast du sogar was zu dem Punkt? Ja, naja, da habe ich so einen Beitrag gesehen auf Titel Thesen Temperamente, diesem Kulturmagazin, ARD oder ZDF ist es, glaube ich, die das auch richtig schön durcheinander gerührt haben. Ne? Da war halt diese Account-Sperrung von Titanic drin, dann waren diese gesperrten Bilder von dieser Künstlerin Barbara da drin. Also das ist eine weitgehend anonyme Künstlerin, die sich auf Facebook verewigt und beziehungsweise, sagen wir mal, in der Realwelt verewigt, indem sie zum Beispiel BHs über Verkehrsschilder hängt oder rechte Parolen überklebt und verkünstelt und so solche Sachen macht. Und da war es so, dass Bilder von ihr, die sie gemacht hat, von ihren Street-Art-Kunstwerken, von Facebook gelöscht wurden. Und dann, Weil BH zu sehen. So, da hat sich dann Facebook hinter ihr nach einem großen Volksaufstand bei Twitter bei ihr entschuldigt und diese Bilder wieder veröffentlicht. Aber Titel, Thesen, Temperamente hat das dann unter diese Überschrift
Überschrift Netzwerkdurchsetzungsgesetz subsumiert. Nicht ernsthaft. So, ne? Und das tut dieser ganzen Situation natürlich auch nicht gut. Ja, denn BH, Brüste, nackte Körperteile ist jetzt vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht betroffen, sondern fällt eher unter diese schon bekannte Community-Richtlinie von Facebook, die halt extrem picky ist, was ja Nacktheit, Geschlechtsmerkmale etc. angeht. So, ja, genau, eben öfter schon übers Ziel hinausgeschossen hat. Ja, ständig, ne? Da gibt's also ja immer wieder, also alle paar Wochen im Grunde so ein Miniskandal im Netz, weil Facebook wieder irgendwas gesperrt hat, was überall auf der Welt völlig unproblematisch ist, außer eben offensichtlich in den Augen irgendeines Facebook-Zensors. Aber was heißt denn das jetzt für dieses Gesetz, sag mal, Ulf? Was wissen wir denn jetzt nach drei Wochen Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Na, wir wissen, dass die Beispiele, die wir gerade gebracht haben, haben mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz überhaupt gar nichts zu tun. Wir wissen im Wesentlichen, dass der Diskurs auch gerade in den deutschen Medien, insbesondere aus juristischer Perspektive, nicht so wahnsinnig tiefschürfend war, das muss man so deutlich sagen. Also da ist alles durcheinander geraten. Zumindest hätte man durch einen Blick ins NetzDG rausfinden können, dass Accountsperrungen oder die Sperrung von nicht strafbaren Inhalten mit dem NetzDG ganz bestimmt gar nichts zu tun haben. Und wie gesagt, um das möglicherweise so ein bisschen transparenter machen zu können, denke ich, wäre eine Minimalkorrektur des NetzDG möglich, zu sagen, dass die Anbieter jeweils angeben müssen, auf welcher Grundlage denn tatsächlich gesperrt worden ist. Mhm. Und dann wäre, wie gesagt, ich glaube ja, dass der Grundansatz des Sperrens falsch ist. Ich glaube ja, dass das deswegen nichts bringt, weil selbst ein perfekt funktionierendes Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ja, also wo nur strafbare Inhalte sofort gelöscht werden und sonst gar nichts. Also stellen wir uns mal in einer idealen Welt das genauso vor. Ne? Selbst wenn das genauso funktionieren würde, dann würde das doch, ich sag mal, einen sächsischen Nazi-Hassprediger nicht daran hindern, einfach jeden Tag 30 oder 50 Hasspostings auf Facebook zu stellen. Und dann würden vielleicht die Hälfte davon gemeldet oder auch zwei Drittel, aber der Rest würde weiter auf Facebook stehen, könnte von irgendwelchen anderen Nazis viral geteilt werden und sich im Netz verbreiten. Denn das ist doch für den Mann völlig sanktionslos. Das Schlimmste, was passiert ist, dass der Post gelöscht wird und er ihn eben nochmal einsteht. Ja, und noch mehr, dass er die Bild-Zeitung Meinungsmärtyrer genannt. Das NetzDG adelt sozusagen diese rechten Leute, indem jetzt, wenn ihre nationalsozialistischen Posts gesperrt werden, jetzt nicht mehr nur ein kapitalistisch-amerikanisches Großunternehmen ist, was ihre Meinung zensiert, sondern jetzt ist es der deutsche Staat, der ihre Meinung zensiert. Jetzt können Sie so richtig von Zensur reden. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte kurz den Gedanken zu Ende führen. Ja. Selbst wenn es also ideal läuft nach dem NetzDG, selbst wenn das total perfekt funktioniert, was glaube ich kaum jemals zu erreichen sein wird, ja, mit noch so viel Training für die Facebook-Leute, selbst wenn das total klappt, bringt das für das Entfernen von Hasskriminalität im Netz vergleichsweise wenig. Selbst wenn das perfekt funktioniert. Deswegen ist, glaube ich, der einzige Weg, und da waren wir uns zum Beispiel auch alle einig am Montag bei einer Diskussion auf dem Presserechtsforum Frankfurt am Main, wo ich mitdiskutiert habe, auf einer Podiumsdiskussion, unter anderem mit Jörg Heidrich zum Beispiel, dem Justiziar vom Heise Verlag, ne, der also wirklich quasi ein Veteran ist, wenn es um Hasskriminalität im Netz geht, der das Heise Forum quasi in letzter Instanz moderiert intern. Ja, also wir waren uns alle einig, dass mit diesem Sperren ist nicht die Lösung, die Hassprediger müssen bestraft werden. Das Einzige, was bringt, ist, dass man diese Leute ermittelt, vor Gericht stellt und aburteilt. Und denn das ist das Einzige, was die möglicherweise zu der Einsicht bringt, entweder es ist wirklich falsch, was ich da tue, oder zumindest ich sollte es lassen, denn sonst lande ich irgendwann im Knast. Das ist das Einzige, was bringt. Ich bin, wie man, glaube ich, als Lagehörer oder Hörerin mitgekriegt hat, grundsätzlich eher ein Skeptiker, was die Wirksamkeit von Strafrecht angeht und finde, dass man das sehr bewusst einsetzen muss. Aber das ist mal ein Bereich, wo man das einsetzen muss, aus meiner Sicht, weil es das Einzige ist, was noch was bringt. Und das führt mich zu dem letzten Punkt, zum NetzDG. Es gibt ja auch bestimmte Dinge, die im NetzDG funktionieren, nämlich oder ein Fortschritt sind, nämlich der Paragraph 5, ne, der ja unter anderem vorsieht, dass die Netzwerke in Deutschland eine Art Briefkasten benennen müssen, also einen Zustellungsbevollmächtigten. Und vor allem werden sie gezwungen, 5 Absatz 2 NetzDG zu einer effektiven Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden. Das NetzDG führt nämlich nicht die Zusammenarbeitspflicht als solche ein, ja, die gab es schon früher, aber eine Reaktionsfrist. Das heißt, Facebook kann jetzt nicht mehr einfach nicht reagieren oder nach einem halben Jahr reagieren, sondern sie müssen binnen 48 Stunden auf eine Anfrage einer Staatsanwaltschaft oder einer Polizeibehörde reagieren.
Und wenn Sie das nicht wollen und keine Auskunft geben wollen, müssen Sie binnen 48 Stunden eine schriftliche Begründung für die Ablehnung liefern. Binnen 48 Stunden. Und das, denke ich, könnte in dem Bereich Strafverfolgung im Netz tatsächlich den Durchbruch bringen. Wir haben noch keine Erkenntnisse darüber. So schnell malen die Mühlen der Justiz halt nicht ab, dass tatsächlich jetzt auch so umgesetzt wird. Na, das setzt ja auch voraus, dass die Justiz oder die Polizei sinnvolle Anfragen schreiben, die Facebook überhaupt beantworten kann. Aber ich denke, die rechtlichen Voraussetzungen schafft das NetzDG. Insofern, es ist nicht alles schlecht. Es wird ihm manches in die Schuhe geschoben, aber es ist einfach grundsätzlich der falsche Weg. In diesem Bereich muss man, denke ich, auf die Strafjustiz hoffen. Ja, so viel dazu. Sollen wir den Pflichtbesuch noch machen oder sollen wir? Ja, das ist doch eine schöne. Du bist ja heute so diskussionswürdig hier, ne? Du bist ja diskussionswürdig, ne? Dann machen wir das doch mal. Es gab These. Ja? Es gab also vor einigen Wochen schon. Ich habe das zum ersten Mal gesehen bei Markus Feldenkirchen im Spiegel, der gefordert hat, auch angesichts der grassierenden, sagen wir mal. Ja, neonazistischen Umtriebe, sowohl bei Deutschen als auch bei Zuwanderern, die dann irgendwie israelische Flaggen vom Brandenburger Tor verbrannt haben etc. Man müsse doch in Schulen den Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers oder gleich Auschwitz zur Pflicht machen. Also jeder Schüler, der in deutsche Schulen geht, muss einmal in seiner Schullaufbahn in einem KZ gewesen sein. Das ist heute bei vielen schon Alltag, allerdings auf freiwilliger Basis. Ne? Da wird es dann irgendwann in der Oberstufe, fährt man dann mal vorbei. Ich habe das auch gemacht, aber in Auschwitz zum Beispiel war ich noch nie. Und die Idee ist, wer einmal da war, ich war in anderen Lagern und das ist total beeindruckend. Und wer einmal da war, der kann nicht ernsthaft mehr am Holocaust zweifeln und der ist nicht mehr in der Lage, sozusagen die Idee, der ist nicht mehr in der Lage, Juden einfach auf der Straße ins Gesicht zu spucken. So, ne? Und andere Dinge zu tun. Das klingt erstmal überzeugend, denn Zentralrat der Juden hat auch gesagt, ja, könnte sinnvoll sein. Das haben dann aber auch einige Politiker übernommen, ne? In den letzten Tagen haben auch gesagt, ja, das sollte man vielleicht in den Schulen zur Pflicht machen. Allerdings ist bei dem Wort Pflicht ja immer so die Frage, tut man dem Anliegen damit eingefallen? Ja, also mal so, ich fand schon die Antwort des Zentralrats der Juden positiv zwar, aber verhalten. Also das war jetzt nicht so, dass sie sich das sofort auf die Fahnen geschrieben haben, sondern war eher so, müssen wir mal gucken, müssen wir mal überlegen. Also man merkte schon sehr deutlich, dass die auch sehr gespalten waren, ob das tatsächlich eine gute Idee ist. Und also ich bin mir auch sicher, dass so ein Besuch im KZ ein sehr eindrucksvolles Erlebnis ist. Ich habe gerade mal so überlegt, ich war mindestens in drei ehemaligen Konzentrationslagern, vier auf jeden Fall, Oranienburg, das ist ja hier bei Berlin um die Ecke, in Bergen-Belsen mal. Stimmt, da war ich auch, genau. Das ist ja bei dir um die Ecke. Aber ist das ein Konzentrationslager gewesen? Ja. Es sind von den Briten befreit worden, 45. Doch. Ich habe da, weiß ich noch, ich war ja früher Jugendgruppenleiter. Ne? Ich habe ja viele Jahre Zeltlager mit betreut und so. Und KZ hier mit, doch, ja, stimmt. Und da waren wir damals sogar, wir haben ja mal ein Zeltlager gehabt, in Celle, glaube ich, und sind dann auch mit den Kids da nach Bergen-Belsen. Es war sehr, sehr eindrucksvoll, muss man sagen. Ich war auch mal im Auschwitz. Wobei da nicht viel mehr steht, ne, glaube ich. Ne? Das haben die ziemlich platt gemacht. Das haben sie. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann dir das gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es eindrucksvoll war. Ich glaube, das waren im Wesentlichen Filme, die man da sieht. Und es gibt so Gedächtnis. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch 20 Jahre her. Auf jeden Fall, also wie gesagt, Bergen-Belsen in Buchenwald war ich mal. Das ist ja bei Weimar in Auschwitz. Und das vierte war Oranienburg. Ne? Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind schon, wenn man nicht völlig abgestumpft ist, sind das, glaube ich, Erlebnisse, die man nie mehr vergisst, vor diesen Öfen mal gestanden zu haben und zu wissen, dass da jetzt irgendwie Hunderttausende von Menschen, die niemandem was zuleide getan hatten, völlig sinnlos ermordet und dann verbrannt worden sind. Das ist ein sehr, sehr eindrucksvolles Erlebnis. Aber ich war eben auch nicht mit einer großen Gruppe von Kids da, sondern ich war dann jeweils, ja, im einen Fall war ich als Gruppenleiter mit einer Gruppe Kinder da, aber eben nicht so als Teilnehmer mit meiner Oberstufenklasse und so. Eindrucksvoll ja, aber ich weiß eben nicht, ob das nicht in einer, sagen wir mal, giggelnden Gruppe von Kindern dann auch weniger eindrucksvoll sein mag. Und vor allem, Philipp, du hast das Stichwort Zwang ja schon gerade angeführt. Ne? Häufig ist es ja so, dass zwangsweise Besuche dann tatsächlich dazu führen, dass eher das Gegenteil erreicht wird. Und das will man natürlich auf gar keinen Fall. Ne? Ja, das ist dann irgendwie. Ja. Aber ich meine, es steht ja auch in den Lehrplänen, weißt du, das ist ja auch Zwang. Ja, weißt du, du musst es ja in den Schulen behandeln. So, ne? Das steht ja da.
Und da könnte man dann ja auch argumentieren, ja, ist ja Zwang, also bringt's nichts bei den Kindern. Ja, und also, das ist ja offensichtlich auch nicht der Fall. Und wenn man das schon behandelt, dann finde ich es fast überzeugender, dann auch hinzufahren. Weil das, also wenn man schon macht und wenn man das schon in die Lehrpläne schreibt und wenn man schon verpflichtend sich die Schüler damit beschäftigen lässt, finde ich, dann ist der nächste Schritt zu sagen, gut, vielleicht müsst ihr nicht nach Auschwitz fahren, weil das ist ja dann immer auch mit einer Riesenreise verbunden und das ist auch zeitaufwendig. Aber es gibt ist ja gar nicht auch, so weit. Es ist gar, genau, Auschwitz ist auch nicht so weit, aber es gibt ja eben auch viele noch in Deutschland. Bergen-Belsen ist das eine, Oranienburg hier um die Ecke ist das andere. Aber Dachau bei München. Dachau bei München, also da tut es für viele auch tatsächlich eine Tagesreise. Ja, das heißt, der Zeitaufwand ist da auch nicht das Argument. Und ich finde, da zu sagen, im Rahmen der Behandlung des Nationalsozialismus muss eine Klasse spätestens in der Oberstufe einmal in so ein KZ gefahren sein, finde ich jetzt nicht zu weit hergeholt. Ja, und zumindest, man kann das ja auch begrenzen. Man kann ja sagen, wir machen das jetzt mal 2 Jahre und danach evaluieren wir die Ergebnisse und wenn das dann. Aber wie willst du das evaluieren? Ob die Leute Schülerbefragung machen oder so, da gibt es ja mögliche Sachen. Also du kannst ja dann wissenschaftliche Studien drüber machen und sagen, hier, Institut, Jugendinstitut hier, Bildungsforscher in Bielefeld, Hurlmann, ist glaube ich jetzt bei Hertie oder so, bei Hertie Governance School, ne, untersucht das mal, was ist der Effekt, wie haben sich die Einstellungen verändert und dann kann man das wieder einstampfen, wenn es gegenteilige Effekte hat. Aber also ich finde, du sagst, ein Versuch ist es wert, sagst du. Ja. Okay. Also ich finde, da muss ich sagen, das schlägt dann irgendwie doch wieder mein liberales Herz und ich finde, vielleicht muss man, also wie gesagt, grundsätzlich Zwang, ja, wenn es nicht anders geht, aber ich finde eben erst so als Ultima Ratio und ich würde doch, bevor man es verpflichtend macht, vorschlagen, dass man es einfach krass subventioniert, ja, sodass die Reise quasi umsonst ist. Okay. Ne, man könnte ja sagen, die Bundeszentrale für Nudging. Ne, die Bundeszentrale für politische Bildung bekommt einen Sondertopf KZ-Fahrten und jede Klasse, die ja, es soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, einfach nur, um das mal mit einem Begriff zu belegen. Ja. Ne? Oder Ausflug in ein Konzentrationslager, wie immer man das nennen will. Und jede Klasse, die das machen will, kann die kompletten Reisekosten inklusive Besuch eines Restaurants absetzen. Das finde ich überzeugend. Genau. Ja. Also das finde ich auch, Nudging. Das machen wir einfach mal. Sonderprogramm und dann schaut man einfach mal, wie das abgerufen wird. Und ne, da haben wir auch wieder ein schönes Beispiel, wie das Kooperationsverbot so ein Bullshit ist. Ne? Denn der Bund dürfte sowas selbstverständlich nicht bezahlen. Ne? Die Bundeszentrale für politische Bildung könnte das allenfalls managen. Der Bund dürfte natürlich nicht einfach, oder wäre jedenfalls sehr schwierig, verfassungsrechtlich zu begründen, wie der Bund für die Landesschulen einen solchen Topf aufsetzt. Ja, weil selbst wenn das Kooperationsverbot gelockert wird und der Bund irgendwie Schulbauten fördern kann, dann wäre dieses ja ein inhaltlicher Eingriff in die Bildungshoheit der Länder. Ja, und das ist ja, gar nicht. Teufelzeug. Ne? Also insofern auch ein kleiner Seitenhieb an dieser Stelle, aber ich finde auch, man sollte einen Nudging-Topf einrichten und wenn das der Bund nicht darf, was jetzt so mein Bauchgefühl ist, ohne dass ich da jetzt ein langes Gutachten geschrieben hätte, dann müssen es vielleicht die Länderkultusminister machen und vielleicht dürfen die sich vom Bund ja refinanzieren lassen. Also das muss ja irgendwie möglich sein, dass man da einen Weg findet und dann versucht man es, wie du sagst, Philipp, mit Nudging und mit Anreizen, dass es halt umsonst ist und damit quasi einen Tag frei und dann schaut man mal. Wir kommen zu unserer abschließenden Feedback-Runde. Da haben wir am Anfang schon ein bisschen was eingebaut. Zum Schluss gab es hier noch einen Hinweis, der so ein bisschen an mich, uns gerichtet war. Diese letzte Anregung, die wir aufgenommen haben, so am 1. Januar sind doch 100% Ökostrom im deutschen Netz gewesen. Und in dem Zusammenhang habe ich auch gesagt, ja, das stimmt. Dann kam aber hier ein Einwand von Rico, einem Hörer, der sagt, ja, aber der 1. Januar ist ja nun auch ein wirklich schwacher Tag, wird wenig verbraucht und die Betriebe haben alle still, deswegen war der Bedarf auch relativ gering und deswegen ging das auch und überhaupt diese Behauptung, die Braunkohle verstopft das Netz, das sei ja Polemik und das geht gar nicht, denn welche Energieumwandlungsform, schreibt er, sollte momentan gewählt werden, wenn der Bedarf wieder größer wird, als es die Windenergie sozusagen zur Verfügung stellen kann, dann brauchen wir eben konventionelle Kraftwerke. So, und da wäre mein Argument gewesen, ja, das stimmt, wenn sozusagen der Wind nicht bläst und die Sonne dunkel ist oder nicht scheint und trotzdem mehr Energie gebraucht wird als
diese Erneuerbaren zur Verfügung stellen, dann brauchen wir konventionelle Kraftwerke, die schnell einspringen können. Und da ist das klassische Argument, dafür benutzen wir aber nicht Braunkohlekraftwerke, die zum Teil Tage, zum Teil Wochen brauchen, um hoch und runter gefahren zu werden, sondern wir nehmen Gaskraftwerke, die eben ziemlich schnell an- und ausgeschaltet, hoch und runter gefahren werden können und eben schnell auf solche Flauten oder Dunkelheiten reagieren können. Und da sagt er ja, das Argument, das sei ja schon alt, das müsse ja jemand zahlen. Das ist, glaube ich, so das Kernargument. Diesen Umstieg von Braunkohle weg zu mehr Gaskraftwerke, Gasturbinenkraftwerke, das muss ja jemand bezahlen. Und da würde ich sagen, ja, stimmt, das muss jemand bezahlen. Im Zweifel subventioniert das der Steuerzahler. Aber dass Braunkohlekraftwerke die Lösung sind, um die Energiewende voranzubringen, das Argument, das überzeugt mich 0,0. Auch an diesem Tag, an dem 100% Erneuerbare im Netz waren, da haben eben die Braunkohlekraftwerke weiter produziert, weil sie eben so schnell nicht runterzufahren waren. Der Strom wurde aber exportiert und die Betreiber haben zum Teil noch Geld bezahlt, damit Leute im Ausland ihren Strom abnehmen. Negative Strompreise. Also ich finde, an diesen Braunkohlekraftwerken, da überzeugt mich gar nichts, ja, dass die irgendwie im Netz bleiben. Abgesehen von der Klimabilanz. Ne? Ja, von der Klimabilanz dann auch noch. Ja, also da überzeugt mich gar nichts, dass die jetzt noch lange am Netz bleiben müssen. Da haben wir wirklich, wirklich bessere Lösungen in petto, mit denen wir diese ja zugegebenermaßen fluktuierenden erneuerbare Energien ins Netz integrieren können. Ja, und vielleicht nochmal so ein Satz so auf der Meta-Ebene, jetzt weg von dem ganz konkreten Thema. Ich hatte das dem Rico auch schon bei uns in den Kommentaren geantwortet. Wir haben eben teilweise Blöcke in der Sendung, über die wir lange diskutieren, wo wir dann versuchen, auch möglichst viele Aspekte irgendwie abzubilden. Aber wir haben eben auch Meldungen, die bei uns so eher so als Kurzmeldung laufen. Das war ja so irgendwie kurz vor der Verabschiedung. Und wir haben halt einfach auf dieses Faktum hinweisen wollen, 100% Ökostrom im Netz. Und wir konnten nicht bei diesem Thema wieder quasi das ganze Fass aufmachen, was ist jetzt das Problem mit dem deutschen Stromnetz. Wir haben alle Stichworte nochmal genannt für die Leute, die Bescheid wissen. Aber wir konnten nicht in aller Tiefe nochmal darüber nachdenken, dass irgendwie das Grundlastkraftwerk gibt und Spitzenlastkraftwerke und so weiter und so weiter. Insofern, da wollte ich einfach nochmal um Verständnis werben. Wir können nicht bei jeder Erwähnung eines Themas quasi nochmal das ganze Fass aufmachen. Ja. Häufig, ne? Oder, ja. Philipp? Ja, das stimmt, aber trotzdem war das ja auch ein Thema, da hatte ich, weißt du, das habe ich ja nicht aus der Hüfte geschossen, sondern ich hatte mit den Grünen telefoniert, die es behauptet haben, dass die Braunkohle die Netze verstopft. Ich habe mit dem Netzbetreiber, mit dem Übertragungsnetzbetreiber Tenet telefoniert, der eben diese Netze betreibt und dieses Redispatch macht und eben Kraftwerke runterfährt und hochfährt, wenn halt zu viel erneuerbare oder insgesamt zu viel elektrische Energie im Netz ist oder droht im Netz zu sein. Die machen ja immer so Prognosen. Ich habe auch mit dem Öko-Institut telefoniert und mit der Bundesnetzagentur. Also ne, die sagen jetzt nicht alle, ja, Braunkohle verstopfen das Netz, aber unterm Strich ist es schon so. Ja, das ist natürlich ein bisschen eine polemische Floskel und vielleicht physikalisch jetzt auch nicht 100% korrekt, aber den Umstand, den diese etwas polemische Floskel beschreibt, den haben die schon alle bestätigt. Also ich würde sagen, verstopfen klingt so, als wenn dann kein Strom mehr durchpasst. Ich würde eher sagen, sie überfluten das, ja, Netz, weil es halt einfach zu viel Strom gibt. Sind, ne, einfach zu das unflexibel für den Fall, dass, ja, es zu viel andere Energien gibt. Ja. Sehr schön. Dafür, dass das Feedback für Rico. Und das ist vielleicht, ist auch eine Perspektivfrage, ne? Die einen sagen, ja, wir haben viel zu viel Erneuerbare, viel zu viel Wind, viel zu viel Sonne, die kriegen wir alle gar nicht unter. So. Und die andere Perspektive ist, ja, wir haben halt zu viel Braunkohlestrom. Ja. So. Das, ja, ist eine Frage der Perspektive. Was ist denn jetzt zu viel? Sind die neuen Energien zu viel oder sind die alten Energien zu viel? Also ich sag mal so, schon aus der Perspektive des Klimaziels ist die Frage, glaube ich, sehr schnell zu beantworten. Die eigentliche Frage ist, wie schaffen wir es, Strom besser zu speichern? Ne? Idealerweise würde man natürlich zu Zeiten, wo sehr viel Ökostrom produziert wird, damit, keine Ahnung, meinetwegen Wasser in irgendwelche hohen Speicher pumpen, dass man dann eben zu anderen Zeiten wieder runterlaufen lassen, genau, könnte. Das ist also eine bekannte Methode, um Strom zu speichern. In Norwegen wird das gemacht. Ja, aber Norwegen wird das gemacht, weil da sind die Bedingungen halt sehr gut. Ne? Du hast dann hohe Berge und kannst es hochpumpen. In Deutschland gibt es auch solche Pumpspeicherkraftwerke, aber eben nicht so viele und die Kapazität reicht nicht aus und die Effizienz ist halt auch nicht so wahnsinnig hoch. Also da geht dann schon auch immer viel, nicht viel, aber da geht dann immer schon auch Energie verloren. Bei diesem, das ist klar, Prozess, aber ganz, ne, ehrlich, wenn das alles, stellen wir uns mal den Idealfall vor, dass wir irgendwann so viel Öko-Energie haben, dass wir keine CO2-Schleudern mehr brauchen, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn wir von diesem Ökostrom so ein, klar, bisschen was verdampft.
aus irgendwelchen Gründen. Ja. Also ich glaube, die Lösung ist tatsächlich, dass wir da weiterentwickeln, denn natürlich wird Ökostrom immer Schwankungen haben, was die Energieausbeute angeht, ne? Oder Ökoproduktion wird immer Schwankungen haben, wenn man muss also diese Schwankungen irgendwie abpuffern, und da sind die deutschen Netze bislang nicht drauf eingerichtet, aber es ist international ein Problem, weil wir bislang eben diese extrem gleichmäßig produzierenden Grundlastkraftwerke hatten, ne? Die sind aber eben ökologisch eine Katastrophe, und insofern brauchen wir jetzt mehr Speicher. Ja, aber neulich war auch ein Interview zum Beispiel mit dem Chef von 50 Hertz, also das ist dieser Übertragungsnetzbetreiber für Ostdeutschland. Also es gibt ja in Deutschland 4 Übertragungsnetzbetreiber, die haben sich das so nach Regionen aufgeteilt. Tennis ist so in der Mitte, 50 Hertz ist so, also so für diese großen Hochspannungsleitungen im Osten zuständig, und der hat gesagt, hey, wir haben im Osten viele Windräder im Norden und so, wir dealen hier die ganze Zeit mit 60%, 70%, 75% erneuerbaren Energien in unserem Netz, und es läuft. Wir kriegen das hin. So, ne? Also es ist noch eine Herausforderung, aber es ist jetzt nicht so, dass die deutschen Netze da überhaupt nicht drauf eingerichtet sind. Ja, es fehlen die Übertragungsnetze, die großen Stromleitungen vom windigen Norden in den verbrauchenden Süden, ja, wo da jetzt auch noch Atomkraftwerke abgeschaltet werden in den nächsten Jahren, also wo auch Energiequellen fehlen werden, aber die werden gebaut, aber die Netze und das Netzmanagement in Deutschland, habe ich so den Eindruck, ist schon in der Lage, damit umzugehen. Gut. So viel vielleicht zu den Inhalten der Sendung, Philipp, aber du hast noch ein paar gute Nachrichten aus dem Lageshop. Ja, genau. Der Lageshop, der läuft gut. Das ist toll, dass ihr da unsere überschaubaren Merch fleißig kauft. Da gibt's das muss man sagen, wir hatten ein wunderschönes Foto zu Weihnachten. Das haben wir noch gar nicht abgefeiert. Stimmt. Das war wirklich ganz großartig. Unsere Mitarbeiterin Lea, ne? Ihr wisst ja, unsere Auslandskorrespondentin, sagen wir immer so scherzhaft, Lea Bürgerding, die hat uns ein wunderschönes Foto geschickt, wo ihre gesamte Familie irgendwie siebenköpfig mit Lagepullis zu sehen war. Fand ich großartig. Sehr hübsch. Und unter dem Christbaum. Wunderschönes Foto. Genau. Und wer das nachstellen will, dieses Foto, der findet alles, was er dazu braucht, unter küchenstudio/shop. Und vom 24. an, das ist also in 5 Tagen, Mittwoch, ne, gibt es 20% Rabatt, wenn ihr 2 Artikel bestellt, und den Gutscheincode LOVE2. Also ja, am besten so, genau, Pullis quasi für den Partnerlook. Genau, 20% Rabatt, LOVE2 findet ihr in den Shownotes, LOVE Ziffer 2, dort eingibt 20% Rabatt. Genau, Mittwoch bis Sonntag, also bis zum Wochenende klingen. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Die Lage der Nation ist ausführlich und abschließend erörtert. Genau, auch wir sind alle sehr gespannt. Wir haben jetzt ja am Freitag aufgenommen, Philipp. Ne? Wir haben kurz überlegt, ob wir es nochmal schieben auf den Sonntag. Wir haben jetzt am Freitag aufgenommen, weil es einfach besser passte. Aber wir sind wahnsinnig gespannt, glaube ich, alle beide. Und ich denke auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern, was die SPD tun wird am Sonntag. Gibt es eine GroKo, ja oder nein? Wir sind gespannt, wünschen euch ein schönes Wochenende. Genießt die freien Tage, soweit ihr sie habt. Kommt gut in die neue Woche und auf ganz bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.